Hallo Community, wir sind wieder von Trader Online Video Samara. Venkman. Tag. Gerrit. Guten Tag. Und ich, der Micha. Ja, und wir spielen heute die vier Commander-Decks zu Duskmourne, Haus des Schreckens. Wieder mit Verlosung von Ultimate Guard. Da gibt es nämlich diese richtig coole Omni-Hive 1000 plus Xenos-Box, ne, die wir euch gleich beim Tisch nochmal genauer vorstellen werden, hier zu gewinnen. Ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr was macht? Den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Genau, dann wünsche ich euch da schon mal viel, viel Glück. Und schauen aber jetzt noch mal ganz kurz in das weitere Zubehör von Ultimate Guard rein. Auf jeden Fall habe ich mein ganzes Geld wieder an Duskmourne angesteckt. Was ist das? Was soll das sein? Warte mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt immer näher. Komm her, meine Lady. Okay. Nicht so nah. Nicht so nah. Wow, 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 wow. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, unglaublich cool, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig, richtig nice. So, jetzt aber geht's zu den Deckvorstellungen. Hi, ich bin Samara und ich spiele heute das schwarz-grüne Blutzolldeck. Das sagt, tu was nötig ist, um zu überleben. Bringe Winter ins Spiel und schicke deine kalten Totenkarten auf den Friedhof, um Delirium-Fähigkeiten zu aktivieren. Bring deine Schwergewichte aus dem Jenseits zurück und sichere dir damit den Sieg. Hi, ich bin Venkman und ich spiele das grün-blaue Schreckmoment-Deck, welches sagt, schnell, hinter dir. Erfinde mit der genialen Simone das Element der Überraschung neu und bringe verdeckte Karten ins Spiel. Spiele zusätzliche Länder und Spontanserver, um deine Gegner im Ungewissen zu lassen und decke schlussendlich deine Karten auf, um deine Fallen auszulösen. Mal gucken, was sich dahinter alles verbirgt. Hi, ich bin der Gerrit und ich spiele heute das weiß-blau-schwarze Wunderwirkerin-Deck. Mit Aminato kannst du ein Mirakulum nach dem anderen wirken und deine Verzauberungen wären günstiger, wenn sie die erste Karte sind, die du ziehst. Manipuliere das Schicksal, um sicherzustellen, dass die obersten Karten deiner Bibliothek den Schlüssel zu einem zaubernden Sieg enthalten. Schauen wir mal, welches Wunder ich heute wirken kann. Ja, und ich bin's, der Micha, und mir gebührt heute die Ehre, als Erzfeind den Wal'Garoth spielen zu dürfen. Mein schwarz-rotes Deck, unendliche Bestrafung im Titel, sagt, werde zum Haus, das mit Wal'Garoth immer gewinnt und füge allen, die deine Hallen betreten, gehörigen Schaden zu. Verteidige dich mit fiesen Kreaturen, die auch außerhalb des Kampfes Schaden verursachen und sorge dafür, dass deine neuen Bewohner vertrieben werden. Für immer. Das sehen wir jetzt. So, und da sind wir am Tisch und erstmal müssen wir noch mal kurz einen Blick auf diese wunderbare Omni-Hive-Box werfen. Also hier noch mal im gesamten Design und gerade wenn wir sie öffnen, erstrahlt die noch mal in voller Pracht, denn wir haben dieses goldene Duskmourne House of Horror dabei. Hier entsprechend auch noch so Würfelboxen, die auch noch mal stylisch aussehen. Ja, ne? Und da könnt ihr euch entsprechend mit aussuchen. Es gibt noch vieles weiteres cooles Zubehör, das habt ihr ja gerade noch mal im YouTube Short gesehen. Aber das hier ist auf jeden Fall schon mal ein absoluter Kracher. Sehr cool, dass Ultimate Guard die Magic-Lizenz bekommen hat. Sehen wir auch an den Playmats. Auch die sind jetzt neu hier von Ultimate Guard. Es gibt vier verschiedene Designs. Sehr nice. Ja. So, und für uns gibt es jetzt im Commander neue Spielregeln, denn wir spielen das Erzfeind-Format. Das heißt, ich darf der Erzfeind sein ne, und habe 60 Lebenspunkte und ihr drei seid ein Team und habt auch zusammen 60 Lebenspunkte.
Ne? Richtig. Das ist praktisch eine Sonderregel, die jetzt hier mit den Erzfeindkarten zusammenspielt. Da habt ihr ja in jedem Commander-Deck immer 10 Karten. Also haben wir hier ein Deck aus 60 Karten, wo ich dann immer zu 40. Beginn 40 Karten, Entschuldigung, der Hauptphase eine Karte aufdecke. Und das sind dann Komplotte. Werden wir gleich sehen, was damit abgeht. So. Wenn ihr auch mal mitspielen wollt, ne, vielleicht im Trading Card Superstore hier einfach mal mit uns, bei uns, ne, dann holt euch mal ein Ticket auf der Webseite unterm Reiter Events, könnt ihr immer sehen, was veranstaltet wird, könnt ihr euch bei uns austoben. So, habe ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Ja. Dann kann es losgehen. Der Erzfeind darf übrigens anfangen, das ist eine Sonderregel, aber wir behalten gleich bei, dass wir ja einmaligen for free haben. Das heißt, wenn uns die Starter nicht gefällt, dann dürfen wir nochmal 7 neue Karten ziehen. Gut, ich lese dann erstmal meinen Kommandeur als erstes vor. Valgavoth, der Seelenfolterer. Für 4 Mana, 4-4, ein legendärer ältester Dämon, fliegend Abwehr, 2 Lebenspunkte bezahlen. Das heißt, wenn ihr ihn zum Ziel nehmen wollt, oder ich entsprechend, müsste ich 2 Lebenspunkte bezahlen. Immer wenn ein Gegner, ihr seid meine Gegner, zum ersten Mal während seines eigenen Zuges Lebenspunkte verliert, lege eine +1/+1 Marke auf Valgavoth, der Seelenfolterer, und ziehe eine Karte. So, jetzt müssen wir mal sagen, also ihr spielt zusammen, habt zusammen 60 Lebenspunkte, aber ihr seid 3 verschiedene Gegner, richtig? Wir sind 3 verschiedene Gegner. Ja, müssen wir noch mal so ein bisschen gucken, weil das Format ist halt jetzt neu. Ne? Ihr könnt die Decks natürlich auch unter normalen Commander-Regeln spielen, aber machen wir jetzt heute nicht. Okay, was kann deiner? Jo, ich spiele Simone, die Rätsellöserin. Für 2 beliebige, ein grünes, ein blaues, 3-3 mit Landung. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, manifestiere das Grauen. Falls dies das erste Mal ist, dass diese Fähigkeit in diesem Zug verrechnet wird. Andernfalls kannst du ein Permanent, das du kontrollierst, aufdecken. Um das Grauen zu manifestieren, schau dir Boston 2 Karten deiner Bibliothek an, lege eine davon auf deinen Friedhof und bring die andere als eine 2-2 Kreatur verdeckt ins Spiel. Decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Mana-Kosten auf, falls es eine Kreaturenkarte ist. Okay. Mein Commander ist Winter, zynischer Opportunist. Für 2 ein schwarzes, ein grünes. Legendäre Kreatur, Mensch, Hexenmeister, 2-5 mit Todesberührung. Sagt immer, wenn er angreift, mählst du 3 Karten. Und er hat Delirium. Sagt, zu Beginn deines Endsegments kannst du eine beliebige Anzahl an Karten mit insgesamt 4 oder mehr unterschiedlichen Kartentypen aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Falls du dies tust, bringe davon eine Permanent-Karte mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurück. Okay. Und Endgültigkeitsmarke heißt, wenn sie dann sterben sollte, geht sie ins Exil. Okay. Ja, und ich spiele heute Aminatu, Lüfterin des Schleiers. Für 4 Mana, 2-4. Zu Beginn meines Versorgungssegments führe ich Überwachen 2 durch. Sprich, ich kann mir die obersten 2 Karten meines Decks anschauen, eine beliebige Anzahl an den Karten in den Friedhof legen, den Rest in beliebiger Reihenfolge oben auf die Bibliothek. Und jede Verzauberungskarte in meiner Hand hat Miraculum und die Miraculum Kosten sind gleich den Mana Kosten um 4 beliebige reduziert. Das heißt, wenn ich diese Karte als erste Karte in meinem Zug gezogen habe, kann ich sie für ihre Miraculum Kosten wirken. Sehr gespannt. Auf jeden Fall neue auch Decks. Spannend, ja. Ne? Gut, ja, wir müssen nicht auswürfeln, wer anfängt, aber ich möchte abheben bei dir, weil der Erzfeind darf ja anfangen. Möchtest du bei uns auch abheben? Du bist ja der Erzfeind. Nö, mir reicht das bei ihm. Also ist okay. Ja, okay, dann hebe ich bei dir aber auch noch ab. Du wolltest ja sowieso gegen mich spielen, hast du gesagt, oder besten mit Jenna zusammen Team, ne? Nein. Best Jenna. Best ist so. Jenna. Richtig, okay, dann geht es jetzt erstmal los hier. 7 Karten ziehen. 2, ich bin sehr gespannt, weil mir helfen natürlich die Komplottkarten. Ne? Mal gucken. So, aber erstmal schauen, ob wir die Starterhand denn halten. Und das kostet alles zu viel. Das heißt, ich nehme meinen Free Mulligan. Das ist alles zu teuer. Ich heb mal selber ab, ne? So. Nee. Willst du nochmal abheben? Nö. Gut. Ja, das passt schon. Aber ich, nein. 5, 6, 7. Gucken, ob die Hand besser ist. Ja, wir sind ja 3 Spieler, passt schon. Alles so, gut. Ja. Ich halte das. Hä? Ja, die ist, glaube ich, schon mal besser. Okay. Hä? Gut. Alles klar, also ich halte, ne? Achso, weil ich die Katze noch mal lesen kann. Ja. Ich halte auch. Alle fertig. Okay, gut, dann geht's bei mir los. Dadurch, dass wir Multiplayer spielen, das 7 normalen Kommando nochmal, darf ich jetzt auch zu Beginn eine Karte ziehen. Ja. Und das ist alles schon mal so weit okay. Zu Beginn deiner ersten Hauptphase. Genau, das war die Kartenziehphase. Jetzt kommt der Beginn der ersten Hauptphase. Da drehen wir mal die erste Komplottkarte um und sind
Mein Gelächter halt wieder. Ein andauerndes Komplott. Ein andauerndes Komplott bleibt offen liegen, bis es aufgegeben wird. Immer wenn du ein nicht andauerndes Komplott schmiedest, kannst du dieses Komplott aufgeben. Falls du dies tust, schmiede jenes Komplott erneut. Also die tausche ich praktisch, kann ich ein anderes dann doppelt wirken lassen, wenn es mir gefällt. Ne? Okay, mal gucken, was dann so kommt. Also das macht jetzt praktisch erstmal so gesehen nichts. Es geht schon wieder los. Ne? Okay, gut, dann lege ich mal einen Sumpf und gebe ab. Ich hatte nur... Ja, okay, ja, ja, wir sind jetzt alle wir sind zu dritt. Dran. Dran. Also, wir sind jetzt alle genau. Genau, das ist auch spannend. Genau, ihr könnt auch immer gleichzeitig sprechen. Das ist immer nur in meiner Hauptphase, ne? Sehr schön. Wer möchte zuerst sein Land legen? Ich spiele zuerst sein Land. Das ist immer nur in meiner Hauptphase, richtig? Okay. Ja. Immer nur in deiner Hauptphase. Okay, gut, dann spiele ich mein erstes Land. Wir spielen alle gleichzeitig unser erstes Land. Okay. Ja, ich spiele auf jeden Fall die immer eine weiter. Das ist ein Land, tappen, opfern. Du suche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bring sie getappt ins Spiel und mische danach. Ich spiele das Stille Dickicht. Kommt getappt ins Spiel und mach ein grünes Mana, hätte ich umwandeln können für ein grünes. Ja, ich spiele das verseuchte Feld, macht ein farbloses, ich kann ein schwarzes oder ein weißes machen, kann ich aber nur machen, wenn ich einen Sumpf kontrolliere. Wollen wir unsere immer ändernde weiter noch tappen, um sie zu opfern? Ja, ich mach's einfach jetzt schon mal, weil sonst suche ich da noch zu lange. Ja, mach ich schon mal. Okay, das heißt, ihr seid fertig? Geben wir ab? Ich bin auch fertig. Okay, dann geben wir ab. Gehen wir mal. Ich muss mal kurz in meine Hand gucken. Zweiten Zug. Okay, ich ziehe meine Karte, bin dann in der Hauptphase und wir decken das nächste Komplott auf. Fliehen ist zwecklos. Ein Komplott. Wenn du dieses Komplott schmiedest, bestimme eine beliebige Anzahl an Kreaturen mit unterschiedlichen Mana-Beträgen. Zerstöre jene Kreaturen. Ja, ich habe jetzt noch keine Ziele. Das heißt... Das fizzelt. Ja, oder es geht das, dann... Das fizzelt praktisch, ne? Ja, passiert nichts. Abgearbeitet, passiert nichts und geht dann unter die Bibliothek. Lieber genau, Waldorfwolf, möchtest du noch abheben? Nee, lass jetzt mal. Lieber Erzfeind. Ja, es geht unter die Bibliothek, genau. Das ist wichtig, dass die Karten immer wieder neu kommen können. Merkt euch die Reihenfolge. Ja, genau. Mal gucken, ob wir so weit durchkommen. Ja, ich glaube, bei 40 Jahren, ich glaube, dann kommt bei mir als sind jetzt immer nur zwei ein Züge, Land, und zwar der Drachenschädel. Ja, passt. Der kommt getappt ins Spiel, es sei denn, ich kontrolliere einen Sumpf oder ein Gebirge, gibt mir schwarzes oder rotes Mana. Ich habe einen Sumpf, also kommt er ungetappt. Und dann kommt bei mir als nächstes für zwei Mana der Talisman der Genusssucht. Ist ein Artefakt für Tappen farbloses Mana oder Tappen schwarz oder rot. Und dann fügt er mir einen Schadenspunkt zu. Mhm. Okay, gut. Dann seid ihr dran. Okay. Yeah, dann enttappen wir alle zusammen. Dann kann ich zusammen eine Karte. Okay, dann spiele ich. Interessant auf jeden Fall. Dann spiele ich Yavimaya-Küste, tappen farbloses, tappen grün oder blau und dann verliere ich einen Lebenspunkt. Dann verlieren wir einen Lebenspunkt. Ich spiele einen Sumpf. Für das Team. Ich möchte gerne auch einen Sumpf spielen. Und ich würde gerne für zwei Mana Arcanes Petschaft legen. Ein Artefakt sagt, für tappen erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität deines Commanders. Ja, ich würde gerne auch noch was spielen und zwar ein Gedankenstein. Erzeuge ein farbloses, für einen Mana einen Tappen, kann ich den opfern und eine Karte ziehen. Was machst du? Okay. Ich mach nichts. Okay. Okay, das heißt, ihr seid alle fertig? Ja. Gut, dann schon, musst du uns doch helfen. Gehe ich in meinen Zug. Ja, ich tapp meine Länder und schieße uns allen zusammen einen Schaden. Gut, dann enttappe ich mal. Fände ich noch einige Folgen gut, oder? Hier eine Karte. Ich finde, das ist schon... Also du spielst jetzt quasi mit ihm. Ja. Bin in meiner Hauptphase und decke das nächste Komplott auf. Da haben wir Unterwelt, unterwerft euch meinen Legionen. Nö. Wenn du dieses Komplott schmiedest, bestimme eines. Erzeuge einen 4-4 farblosen Vogelscheuche Artefaktkreaturen, spielst dann mit Wachsamkeit. Oder Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +3/+3 und Wachsamkeit und verursachen Trampelschaden. Nimm das Zweite. Nimm das Zweite. Mhm. Genau. So, ich überlege, ob ich das doppel, weil ihr habt ja... Dann hättest du 2-4-4er, ja. Habe ich 2-4-4er, weil ihr habt ja gerade noch nichts. Und ihr habt ja gemeinsame Lebenspunkte. Du kannst natürlich auch einen 4-4-4er machen, nimm +3/+3 Trampelschaden und Wachsamkeit. Wir machen aggressiv spielen, ich doppel das. Ja. Ja. Beide gehen drunter. Und ich bekomme. Willst du sie auch umdrehen oder willst du sie aufgedeckt so liegen lassen? Ach ja, müssen sie ja. Obwohl, wir können es eigentlich aufgedeckt runter machen, weil dann kann ich sie noch einmal durchmischen, damit wir eine andere Reihenfolge haben.
Ne? Das macht falls Sinn. Ihr bis dahin ja, wenn, kommt. Ich glaube, da werden wir okay. sowieso nicht zwei Vogelscheuchen. Viel, viel Wachsamkeit. Da sind sie. Ne? Wir wollen euch ja Schmerzen zufügen. Haben aber Einsatzverzögerung. La 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 la. Ja, ja. So, aber ich bin ja noch, das war jetzt, das war ja das Komplott. Ne? Das heißt, jetzt darf ich erstmal noch ein Land legen. Ein Gebirge kommt dazu. Das heißt, wir hätten jetzt mit dem Talisman zusammen 4 Mana. Und 4 Mana finde ich ja eigentlich ganz cool, denn dann kann ich meinen Commander sprechen. Schwarz-Rot und 2. Und da kommt er schon. Valgavoth der Seelenfolterer, nochmal für euch, 4-4 fliegend, Abwehr 2 Lebenspunkte bezahlen. Immer wenn ein Gegner zum ersten Mal während seines eigenen Zuges Lebenspunkte verliert, legt ein +1/+1 Mark auf ihn, ziehe eine Karte. Bam! Ja, läuft. Läuft. Okay, gut, dann seid ihr. Na, Ende deines Zuges. Oh. Ich noch was spinnen. Für 2 Mana. Ich schieße mir selbst einen Schaden. um mir ein blaues Mana zu machen. Ja. Spiele ich noch das wachsende Grauen. Oh, eine Verzauberung mit Aufblitzen. Heißt also, ich kann sie mit Spontanzaubergeschwindigkeit spielen. Wenn sie ins Spiel kommt, manifestiere ich das Grauen. Heißt also, ich schaue mir die obersten 2 Karten meiner Bibliothek an, lege eine davon auf den Friedhof und bringe die andere als eine 2-2 verdeckte Kreatur ins Spiel. Decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Mana-Kosten auf, falls es eine Kreaturenkarte ist. Und immer wenn du ein Permanent aufdeckst, lege eine +1/+1 Marke drauf. Okay. 1, 2. Davon darf ich jetzt eine verdeckt legen. Und die andere geht in den Friedhof. Mhm. Und das ist jetzt ein 2-2er. Okay. Aber ich glaube, ich habe ja auch so manifestieren Token. So. Okay. Mhm. Wunderhübsch. Und dann gehen wir in unseren Zug? Ja. Guck mal, dadurch haben wir jetzt durch Valgavoth nicht irgendwie, hat er keine Marken bekommen und keine Karte gezogen, weil es in seinem Zug habe ich Lebenspunkte verloren. Ja. Das ist doof, das habe ich ja nicht mehr für Fahnen im Tappen. Immerhin zum ersten Mal. Wenn er seinen eigenen Zug des Lebens verliert, okay. Aber war ja in deinem Zug. Mhm. Gut, dann spielen wir Länder, oder? Mhm. Dann spiele ich mal einen Tempel der Geheimnisse. Kommt getappt ins Spiel, wenn er ins Spiel kommt, wenn ich Hellsicht 1 anmache, tappen, grün oder blau. Ich spiele ein Lanova Ödland, macht für Tappen ein farbloses oder für Tappen grün oder schwarz, dann fügt es uns allen einen Schwarzmuster. Ich guck mir schon mal die oberste Karte an. Ne? Das Gefühl, die haben das Spiel nicht verstanden. Ich spiele eine Insel. Das macht mir keinen Schaden. ich lass meins mal um. Wollen wir noch was spielen? Ich würde gerne noch was spielen, ja. Ja, ich. Ich kann sie für ihre Mana-Kosten aufdecken, ne? Warte mal, zeig mal kurz. Ich spiele einfach in der Zeit noch meinen Commander. Aminatu. Mhm. Mhm. Kann ich halt so mit meinem Abhieb Überwachen 2 anwenden und meine Verzauberung in meiner Hand haben. Miraculum. Mhm. Mhm. Willst du auch noch was fliegen? Ja. Ja. Ich spiele mal. Kann quasi eine halbe Vogelscheuche zerstören. 2. Die Golgari-Petschaft. Artefakt sagt für 1 Tappen erzeugt es ein grünes und ein schwarzes Mana. Und dann tappe ich mal mein stilles Dickicht, um meine Petschaft anzuwerfen. Und spiele nochmal für 3 Mana Kribbeln. Verzauberung. zu Beginn deines Versorgungssegments kannst du 2 Karten millen. Immer wenn zum ersten Mal in einem Zug eine oder mehrere Länderkarten von irgendwo her auf deinen Friedhof gelegt werden, erzeuge ein 1-1 grünen Insektkreaturgestein. Mhm, okay. Möchte sonst noch jemand? Kurze Frage, wenn ich die jetzt aufdecke, dann wirke ich die Karte aber nicht, oder? Nein, die ist ja schon im Spiel. Okay, ja gut. Ja. Nö, gut, alles gut. Mhm. Nichts weiter. Okay, das heißt, ihr seid alle fertig, ja? Das heißt, ich... Mach mal einen gezielten Start. Ja, dann gut. Dann wir auf. Ja, okay. Ihr geht ab. Okay, das heißt, ich enttappe. Ich finde es so schön, dass wir hier eine Karte. Blocker für uns alle blocken. Genau, das wäre jetzt auch die nächste Sache. Vielleicht will ich das gar nicht. Du deckst. Vielleicht kann ich das auch gleich aufdecken und bam! Mhm. Für 2 Mana. Valgavoth so richtig so bam, bam! Hast du komplottiert. Mhm. Er hat erstmal nur gezogen. Genau, ich habe erstmal nur gezogen. So, dann, jetzt wird komplottiert. Ihr existiert nur zu meiner Belustigung. Ja, die Karten haben alles solche Namen. Wenn du dieses Komplott schmiedest, bestimme eines. Falls du 6 oder mehr Länder kontrollierst, bestimme stattdessen beides. Leider nur 3 Länder.
Erzeuge 3-1-1 rote Teufelkreaturen, Spielschweine mit. Wenn diese Kreatur stirbt, fügt sie einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Das finde ich schon ganz gut, weil er triggert ja, wenn das in eurem Zug passiert. Bis zu deinem nächsten Zug haben Kreaturen, die dann den Gegner kontrollieren, Basisstärke und Widerstandskraft 1-1, verlieren alle Fähigkeiten. Dann hätte ich natürlich gerne die Teufel. So, drei Teufel. Da sind meine Teufelpipis, ne? Juhu! Okay, Komplott geht drunter. Guck mal, die sind auch alle in dem Leck drin. Weil Valgavoth einfach was Böses ist. Valgavoth ist, ach, das ist der nette Dämon im von Haus nebenan. So, ja. Gut, jetzt, du bist kann ich, ja, ich bin immer noch in meiner Hauptphase, das heißt, das ist noch ein Landspiel. Ja, immer. Kannst du aufgeben. Immer, ne, wir gucken mal, okay, wir schauen mal, was Sache ist. So, ich kann zwar sagen, dass ich jetzt zum Beispiel nur dich angreife, mit all meinen Kreaturen, einfach um mir Genugtuung zu verschaffen, aber, aber eure Lebenspunkte gehen ja zusammen. Mhm. Und ihr könnt auch du kannst ja zum Beispiel sagen, dass deine Kreatur dann blockt, weil ihr seid ja praktisch ein dreiköpfiger Gigant, richtig? Ja. So sieht's aus. Ja. So sieht's aus, ne? Kann doppelt blocken. Gut. Dann möchte ich mal in meinen Angriff übergehen. Und, aber er hat ja jetzt echt schon gut was drin, einfach, ne? Also, einfach nur, der ist 2-4, einfach nur zur Genugtuung, ne? mit allen dich angreifen. Ja, mit den Vogelscheuchen und Valgavoth. Ja, die haben Wachsamkeit, die Vogelscheuchen und Valgavoth, der Seelenfolter. Der foltert dich mal ein bisschen. Das wären, wenn kein Block erfolgt, wären das schon mal 12. Leute, was machen wir jetzt? Entschuldigung, du weißt schon, wenn du jetzt nicht blockst, dann ist halt alle deine Schuld. Ja, ich kann aber nicht der blocken. Fliegt hier. Ich kann der nicht fliegt. Blocken. Also ich kann schon blocken, blocken, aber ich will nicht blocken damit. Nein, ich möchte auch nicht blocken. Nee, dann müssen wir dann einfach mal so hin. Ja, dann ist das so. Okay, ja, das heißt, ihr bekommt 12 Schaden. Mach mal. Achso, ja, mach. So. Das waren 13. Sommer! Valgavoth, so betrübt. So, wollte ja nur immer aufpassen. Wurde. So, das heißt, ich habe aber hier, ne, immer wenn der Gegner zum ersten Mal während seines eigenen Zuges. Okay, das heißt, ich bekomme jetzt hierdurch jetzt noch keine Karte, sondern gleich erst. Aber wir können schöne andere Sachen machen, denn wir haben, können uns selber ein bisschen verletzen. Nehmen wir mal ein schwarzes Mana für Schaden. Noch ein rotes. Noch ein schwarzes, noch ein rotes. Also zweimal schwarz, zweimal rot. Und Rakdos. Bringe Rakdos. Fürst des Aufruhrs. Legendärer Dämon 6-6. Du kannst diesen Zauberspruch nicht wirken, es sei denn, ein Gegner hat diesen Zug Lebenspunkte verloren. Ist ja gerade passiert. Ja. Fliegend verursacht Trampelschaden. Kreaturenzauber, die du wirkst, kosten beim Wirken für jeden Lebenspunkt, den deine Gegner in diesem Zug verloren haben, ein beliebiges Mana weniger. Hat jemand Mass Removal auf meinem Team? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Okay, gut. Was sagen wir so ausgetauscht? So, ja. Also jetzt kann ich zum Beispiel. Ich darf aber noch ein Land legen. Ich hoffe, er hat keine Artefakt-Kreatur. Die Aschenödnis, die gibt mir farbloses Mana. Nee, Mana oder hätte Standardlandumwandlung 1. Und für das farblose Mana kann ich auch noch was machen, denn ich bringe mal rein ein Artefakt. Und zwar das Basiliskenhalsband. Ist eine Ausrüstung für eins gelegt. Sie hat Todesberührung und Lebensverknüpfung. Ausrüsten 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird eins der kürzesten Matches. Ja, aber es liegt auch gerade daran, dass er auch wirklich einen extrem guten Start hat, glaube ich. Ne? Also mit, ach, na, das kannst du auch so nicht sagen. Mit den Vogelscheuchen, dann den Teufel und dann noch Rakdos hinterher legen. Ich bin dann fertig. Auch, willst du nicht ausrüsten? Ja, okay, das ist zu spät. Ich habe keinen Mana mehr zum Ausrüsten. Ja, Ausrüsten doch, kostet 2. Ist ausgetappt. Achso, stimmt, ja. Ich habe den Rakdos gesprochen. Ach, kostet ja nur weniger. Okay, so. Kreaturenzauber. Ach, stimmt, ja. Untap, Upkeep. Erstmal enttappen und. Ich habe hier einen. Ich habe auch einen Trigger zu Beginn meines. Möchtest du? Unseres Versorgungssegments. Darf ich zuerst? Bitte. Dann will ich 2 Karten. Kein Land! Kein Land. Und weil ein Land reingekommen ist, kriege ich meine erste Kreatur. Juhu! Ein 1-1 Insekt. Haben wir nächstes Jahr 1-1 Kartoffel blocken und dann fallen wir Lebenspunkte. Ja, ich habe dann Aminato, ich darf Hellsicht, nee, nicht Hellsicht, Überwachen 2 anwenden. Also ich finde das Deck cool. Ja, schön. Ja, ich finde das Deck auch cool. Ich wollte das eigentlich auch spielen, aber ich wollte nicht der Erzfeind sein. Mhm. Jetzt im Rückblick wäre ich schon gerne der Erzfeind. Also, ja, wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Das ist schon so, ja gut, jetzt habe ich natürlich die Komplottkarten, die nur mir
helfen, so gesehen, aber das ist so der beste Start, den ich eigentlich hier habe. Haben wir das gemischt und jetzt, oder sind einfach nur die Valgavoth-Karten? Nee, ich habe mir die alle nach oben gemischt, weil das Deck hat er nicht erhoben. Dann habe ich nicht. Ja, und ich sagte, gleich zieht er die Karte, ja, zerstöre von jedem Gegner eine Kreatur. Ja, aber die habe ich schon auf der Hand. Das bringt mir jetzt gerade noch nichts. Leider. Dann möchte ich die gerne beide in meinen Friedhof legen. Mhm. Okay. So, dann ziehen wir jetzt alle eine Karte, ne? Ja. Spielen wir Länder? Ja. Okay, dann spiele ich einen Wald. Ich spiele eine sich entfaltende Wildnis und ich opfere sie direkt, um mir eine Standardlandkarte getappt ins Spiel zu bringen. Buh. Ja, ich möchte gerne. Warte, während du überlegst, es ist ein Land. Nee, ich habe gerade schon ein Land in meinen Friedhof gelegt, okay. Ah, ich hätte das später opfern sollen. Hätte ich jetzt noch einen Token bekommen. Tut mir leid, Leute. Macht euch mal Schaden. Ich lehne dankend ab. Nein. Okay. So, Das Messer steht dir gut. Übrigens. Danke. Ja. Du hast eine Spiele eine Ebene, gelegt. Ja. So. Wir haben ihm schon einen Schaden gemacht. Wer hat einen Lebenspunkt verloren? Wollen wir was spielen? Soll ich zuerst was spielen? Habe ich mir selber gemacht. Oh. Darf ich zuerst was spielen? Oh Mann. Ich spiele gar nichts. Was rein. Leute, ich bin da. Hi. Freut mich. Und Julia ist auch da. Ich tappe mal mein Dickicht, um meine Golgari-Petschaft zu aktivieren. Und dann noch für zwei weitere spiele ich die Fesselung der alten Götter. Ist eine Verzauberungssage mit 3 Stufen. Eine Sagenmarke beim ins Spiel kommen und dann immer nach dem Zielsegment opfern auf Stufe 3. Auf Stufe 1 zerstöre ein Nichtland permanent deiner Wahl, das ein Gegner kontrolliert. Auf Stufe 2 durchsuche deine Bibliothek nach einer Waldkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Und auf Stufe 3 Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Okay. So, ich bin kein Gegner. Team, was sagen wir? Ich würde dir jetzt eigentlich den Rakdos wegmachen. Ja, würde ich auch wegmachen. Ja, hau weg. Ja, dann wollen wir den Rakdos zerstören. Ach, Manu. We use the power of friendship. Yeah! Okay. Mehr kann ich nicht. So, dann würde ich gerne für ein weißes und ein beliebiges den Sternenhimmel Mystiker spielen. Meine Verzauberungszauber kosten beim Wirken ein weniger und immer wenn eine Verzauberung, die ich kontrolliere, aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, lege ein +1/+1 Marker auf den Mystiker. Mhm. Okay. Ja. Eigentlich auch schon genug gewesen, oder? Mach auch mal was. Mhm. Mach auch mal was. Nee. Denk, wenn wir gleich countern. Pass auf, der hat sich einen Counterspell. Sein Deck kann countern. Ja, ich hab okay, das heißt, nichts mehr zu tun. Das heißt, ich wäre dran. Ja, ihr geht ab? Wir ab? Ja. Ja. Okay, gut, dann enttapp ich mal. Guck mal, was da kommt. Hier eine Karte. So, und jetzt sind wir in der Hauptphase und decken die nächste Komplettkarte auf. Ich fordere Blut. Die Titel sind schon richtig gut. Wenn du dieses Komplott schmiedest, erzeuge 3-1-1 rote Teufelkreaturen Spielsteine, damit wenn diese Kreatur stirbt, fügt sie am Ziel dann weiter Schadenspunkt zu. Sie halten Eile bis zum Ende des Zuges. Das ist gut. Falls eine Quelle, die du kontrollierst, in diesem Zug Schaden zufügen würde, fügt sie stattdessen so viele Schadenspunkte +1 zu. Also hier sind meine. Ja, dann habe ich ja 6 Teufel. Praktisch gucken, ob ich so viele Karten habe. Ja, mach mal noch eine. Ich habe keine Teufel. Ich habe noch 3 weitere. Ja, genau. Ach, die 3 haben Eile und die anderen sind ja sowieso jetzt ready. Ich will nicht mehr. Da ist meine ganze Armee. So. Er zieht halt nur die Karten, die ihm die ganze Zeit Kreaturen geben. Genau. Also es gibt und, auch stärkere und mehr Schaden machen. Ne? So, das heißt, dann. Karte habe ich gezogen. Dann kommt noch ein Land. Ein Schaden. Schwarz spalten. Auf uns oder Klippen. Macht einfach nur einen Schaden mehr? Die es sei denn, du kontrollierst, komm, getappt Spiel, sondern du kontrollierst 2 oder Schaden weniger andere Länder. Okay. Das heißt, ich komme ungetappt ins Spiel und geben mir auch schwarz oder rot. So, das heißt, wir machen schon schön viel Schaden, wenn wir kommen. Rakdos ist leider weg. Der hat so einen schönen Effekt gehabt, der mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Ne? Gut, aber dann machen wir was anderes, nämlich farblos,
farblos, rot, schwarz und noch ein schwarzes. Ich könnte noch ein bisschen gucken mit dem Außen. Ein bisschen noch. Lebensverknüpfung wäre natürlich auch schön, ne? Mache ich, glaube ich, danach. Ja, nicht zu gierig werden. Okay. fünf. Oh. So. Fünf Mana. Und dann kommt das sadistische Hütchenspiel. Beginnend mit deinem nächsten Gegner in Zugreihenfolge. Ihr seid ja drei unterschiedliche Gegner, die nur geteamt haben. Bestimmt jeder Spieler eine Kreatur, die du nicht kontrollierst. Zerstöre die bestimmten Kreaturen. Du darfst zuerst eine Kreatur aussuchen, die du nicht kontrollierst, die zerstört wird. Ja, das Insekt, ne? Dann ist das Insekt zerstört. Ja. Dann ist Samara dran. Insekt ist tot. Was soll ich denn, Team? Das ist ja schon weg jetzt. Ja, ja. Ich frage meine Teamkameraden, was ich zerstören soll. Also, eigentlich würde ich die gerne behalten. Die muss so oder so weg. Wieso? Weil Gerrit ja... muss sowieso weg. Oder? Ja, er hat ja zwei Kreaturen. Ja, aber kann er eine bestimmen, die... Stimmt, er muss... Er muss andere... Nein, müssen wir nicht. Bestimmt jeder Spieler eine Kreatur, die du nicht kontrollierst, stimmt. Ja, ich würde den da nehmen. Ach, weil es zeitgleich passiert? Könnt ihr, ja. Nee, ihr könnt doch nicht alle die gleiche bestimmen. Natürlich können wir das. Nee, beginnend mit dem nächsten Gegner in Zugreihenfolge bestimmt jeder Spieler eine Kreatur. Ja, er hat die bestimmt. Jenna bestimmt dann die und ich bestimme dann die. Echt? Ja. Sicher? Für 5 Mana? Ja. So ein doofes Insekt. Ja, das macht halt mehr Sinn, wenn man halt nicht drei Gegner hat, die gegen einen spielen. Ah, okay, ja gut. Ja, dann ist es so. Das findet Valgavos überhaupt nicht gut. Okay, ja gut, dann ist das Insekt. Ja, erst bestimmen alle und dann ist er ja ein Punkt. Da steht und dann ja nicht zerstöre bestimmt die Kreatur. Unterschiedliche Kreaturen. Stimmt ja nur bestimmt. Nee, jeder Spieler eine Kreatur, die du nicht kontrollierst. Wenn ihr alle die gleiche bestimmt, dann ist es richtig so. Ja, okay, gut, ja, stimmt. Ja, gut. Ich war für die da. Nein. Für fünf Mana, okay, dann ja, ist das halt jetzt mal. Dann ist das jetzt mal so. 1-1-6. Let's go. Das ist ein gutes Jury okay, gewesen. Ja, dann wollen wir aber angreifen. Ne? So, und, na toll, jetzt sind schon wieder keine Blocker. Ja, wir greifen jetzt natürlich mit allen an. Machen ja auch einen Punkt Schaden mehr. Ja, die Teufel haben ja Summoning Sick. Ist nicht mehr, die haben ja alle Eile. Das Vogelscheuchen kommt vorbei und Valgavoth kommt natürlich auch fliegend vorbei. Auf euch. Ihr könnt ja sowieso irgendwie gucken, wie ihr blocken wollt und so. Ne? Auf euch, also, auf aber wen? Jede Quelle macht in diesem Punkt ein Schadenspunkte plus 1. Ne? Auf wen? Auf uns. Wir sind eine Person. Okay. Ja gut, aber man muss ja trotzdem, glaube ich, bestimmen, wie eine andere. Okay, dann sage ich, dass die Teufel greifen, alle greifen Denkman an. Cool. Ja, einfach um das mal zu leben. Drehen Sie um. 3 Mana möchte ich meine manifestierte Karte umdrehen. Ich bezahle übrigens einen Lebenspunkt. Ja, aber das ist ja in meinem Zug. Ja, ich brauche das blaue Mana. Für seine, ja, ich muss ja ihre Mana kosten. Für ihre Mana kosten. Mhm. Und das können ja keine beliebigen sein. Das müssen ja schon die Mana kosten sein. Mhm. So. Dann spiele ich den Scarbuinierer. Fliege, also theoretisch schicke halt zusätzlich Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. 3 Kreaturenkarten aus deinem Friedhof ins Exil, aber das tue ich ja nicht. Fliegend, du kannst ihn aus deinem Friedhof wirken. 5, 6 und weil ich, weil es ein Permanent ist, was ich aufgedeckt habe, kriegt er eine +1/+1 Marke. Hast du einen? Muss er das nicht machen? Nee, er wirkt den ja nicht. Ja. Er manifestiert den. Er ist ja schon im Spiel, ja, und er dreht den quasi nur um, oder beziehungsweise... So, ich weiß gar nicht, wie das heißt. So, als würde ich jetzt meine Perücke abziehen. Dann habe ich jetzt einen 6-7er und damit würde ich dann... Leute, ich würde dann ja eigentlich damit Valgavoth blocken, oder? Oder sagt ihr, soll ich lieber eine Vogelscheuche blocken? Ja. Weil es ist ja jetzt 5-7, damit kann er alles... So ein Valgavoth, der könnte schon geblockt werden. Ja, dann blocke ich den Valgavoth. Willst du auch noch jemanden blocken? Dann ist er wieder in der... Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt mit Aminatu blocke, so einen Teufel zum Beispiel, dann kann er mit seinem Teufel immer noch 2 Schaden da drauf schießen, weil sein Schaden ja +1 wird. Oder muss das Kampfschaden sein? Ne? Immer wenn ein Gegner... Achso, hier. Kreaturenspielstand, wenn diese Kreatur stirbt, fügt sie einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu.
Das haben die Teufel. Und danach, falls eine Quelle, die du kontrollierst, in dem Zug Schaden zufügen würde, fügst du stattdessen so viele Schadenspunkte plus 1 zu. Ich block dann. Meine hat jetzt gerade 5, ja, hat jetzt noch 2 hinten. Ich blocke nicht. Ja, für die Ordnung. Sind wir dann schon tot? Nein. So, das heißt, ihr lasst jetzt alles durch, ja? Ja. Okay, das heißt, wir haben hier 6 und plus nochmal 6 sind 12. Ne? Plus 10. Plus 15, also plus 10 sind 22. Ja, wir haben ja noch jede Menge Leben. Ja. Nee. Oh, tut schon ein bisschen weh, ne? Das zieht schon ganz gut runter, ne? 2 davon kommen von mir. 24. Okay. Leute, das ist nicht mehr gut, ey. So, dann geht das komplett auf. Ich habe jetzt einen fliegenden 6, einen fliegenden 6, 7er. Den Stapel ist abgearbeitet. So, für ein Mana kann 3 Mana. Ich dann nichts mehr. Obwohl, für 5. Doch, das können wir eigentlich noch ganz gut machen. Also Mana immer aufbrauchen, wenn ihr schon so gemeine Sachen macht, brauche ich den Valgavoth eigentlich, das ist ja nur in eurem, ich glaube, ich mache einfach weiter so ein bisschen hier Attacke, ne? Immer schnell. Für ein Mana, was kommt ja da jetzt? Ja komm, einfach mal gucken, ne? Rotes Mana in Szene setzen. Spektakel rot. Das heißt, du statt 3 Mana, du kannst den Zauberspruch für seine Spektakelkosten anstelle seiner Mana-Kosten wirken, falls ein Gegner in diesem Zug Lebenspunkte verloren hat. Ist ja definitiv passiert. Ja. Schicke die obersten 2 Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst die Karten bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Wir sind nicht deine Gegner, wir sind deine Kameraden, Mann. Wir sind Freunde, Mann. Yeah. So, da wäre ein grauer Händler aus Assi-Kodel, der 2, 4, 5 Mana könnte ich wirken. Wenn er ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner x Lebenspunkte, weil es gleich der Hingabe zu schwarz ist. Da habe ich aber praktisch gar nichts. Ja. Okay, gut, alles klar, dann brauchen wir das noch nicht vorlesen. Massakermädel. Das ist gut. 4-4 bedrohlich. Wenn es ins Spiel kommt, erhält jede andere Kreatur -1/-1 des Zuges. Immer wenn eine Kreatur im Zug stirbt, erhält jede Kreatur außer dem Massakermädel -1/-1 des Zuges. Finde ich auch gut. Damit kannst du meine Kreatur zerstören. Damit kann ich beide alle zerstören hier. Ja, das ist egal. Hast du nicht noch 2 Karten? Und ja, genau, 2 Karten, die exiled sind. Mach den Rücken greifen, ne? Dann, ja, genau. Die sind im Exile, also die kann ich gleich noch wegen sehen. Ja, mach doch. Nee. Ich finde, das sind beide 2 gute Karten. Die sind 2. Geh doch ins Exile. Dann sieht man sie doch nicht mehr. Soll ich sie so hinlegen oder was? Ja. Okay, gut. Dann ist übersichtlich. Okay, dann bist du. Seid ihr. Ja, ich möchte gerne noch Ende deines Zuges nach Sinn streben. Das ist immer gut. Ich ziehe 3 Karten, werfe dann 2 Karten ab, es sei denn, ich werfe eine Verzauberungskarte ab. 1, 2. Zieh 3. Eine Karte, auf der steht Töte Valgavoth. Bitte. Den Erzfeind wohl, ja. Valgavoth ist ja nur eine Kreatur. Ich werfe mal den gleitenden Lichtbringer ab. Mhm. Ist das eine Verzauberung? Das ist eine Verzauberung. Okay. Gucken, wie lange soll das hier? Das ist schon mal einen guten Start. Dann enttappen wir? Ja. Ja, oder? Dann würde ich gerne enttappen, ja. Okay. Ah. Und dann gehen wir in unser Versorgungssegment, ne? Mhm. Sind wieder Trigger angesagt? Ja. Ich kribbel mal. Boom, 1-1 Insekt. Das, was du gerade für 5 Mana zerstört hast. Ja, da ist ja, es wieder. Ja. Nicht tot zu kriegen. Dann würde ich gerne Überwachen 2 anwenden. Und da geht das ja auch weiter, ne? Nach dem C-Segment, ja. Mhm. Ich habe einen Fliegen. Ich packe das mal in den Fliegen. Ja. Mhm. Okay, dann ziehen wir. Ja. So. Ich habe einen Effekt. Mhm. Habe ich. Ich habe eine Verzauberung gezogen. Die hat Miraculum. Es ist meine erste Karte, die ich in diesem Zug ziehe. Die Miraculum-Kosten sind die Mana-Kosten der Karte minus 4 beliebige. Ich würde gerne ein schwarzes Mana bezahlen und die Wiedergeburt des Ältesten spielen. Das ist eine Sage und wenn die ins Spiel kommt, ist die erste Fähigkeit, jeder Gegner opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker. Mhm. Sind wir deine Gegner? Nee, ihr seid meine Mitspieler. Ihr seid Mitspieler, ich bin der Gegner, dann opfere ich einen Teufel. Aber der fügt euch einen Schadenpunkt zu. Leider ist Valgavoth jetzt nicht da, sonst hätte ich ja mal. Ich mach mal die erzählen. Oh, Gott sei Dank, Leute, ich dachte, er macht das Insekt weg. Ja, dachte ich auch. Okay. Hä? Ja, ist ja am Ziel.
Ja, warum soll jeder Gegner? Ich bin euer Gegner. Ja, nee, aber das Ding sagt einem Ziel einen Schaden. Du hättest mein Insektbaby wegmachen können. Ah, okay. Passt ja, aber gut. Nicht. Ja, hab ich. nee, ich gehe auch. Ich bin auch komplett auf die 23 hier fixiert. Okay. Okay. Ja. So, meine Sage geht auch eins hoch. Ich durchsuche meine Bibliothek nach einer Waldkarte, bringe sie getappt ins Spiel um. Weil ich spiele ja gegen drei. Also ich gucke wirklich die ganze Zeit jetzt hart auf die Lebenspunkte. Der einfach sagt, gut. Ja, dann geht meine Sage jetzt auch hoch, weil im Prinzip habe ich die ja in meinem Zielsegment. Und das ist immer zum Beginn und nach meinem Zielsegment. Ja, Zielsegment ist ja noch nicht vorbei. Dann gehen wir in die Hauptphase und nach meinem Zielsegment geht das direkt auf die zweite. Habe ich jetzt nicht verstanden, wieso es hat? Ich habe die ja noch in meinem Zielsegment gewirkt. Ja. Und, hier ist, okay. Und die nächste Marke kommt ja immer nach meinem Zielsegment. Okay. Also geht jetzt auf die zweite Stufe direkt und jeder Gegner wirft eine Karte ab. Das ist nicht nett. Ich finde das ganz nett. Ja. Dann geht ein Gedankenstein. Ui. Ui weh. Na Leute, was machen wir jetzt? Kann ich jetzt was machen? Der Spieler hat drei gegen mich, ne? Deswegen, ich versuche da einfach jetzt nur schnell zu sein. Kann ich was machen? Ja, ne? Ich weiß nicht, ob du das kannst. Okay. Ja, dann ich würde gerne für vier Mana meine Simone spielen, die Rätsellöserin. 3-3 Landung immer, wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, manifestiere das Grauen, falls dies das erste Mal ist, dass diese Fähigkeit verrechnet wird. Andernfalls kannst du ein Permanent, das du kontrollierst, aufdecken. So, ich mache dann auch mal weiter, oder? Dann würde ich nämlich noch eine Mooswurzbrücke spielen. Ist nämlich ein Land, Refugium 4. Wenn dieses Land ins Spiel kommt, schau, du hast einen Vierkant in deine Bibliothek an, schicke einer davon, verdeckt ins Exil und lege den Rest ins Flerein-Folge unter deine Bibliothek. Kommt getappt ins Spiel, mach für Tappen grünes Mana und für ein grünes Mana und Tappen, falls die Kreatur, die du kontrollierst, eine Gesamtstärke von 10 oder mehr haben, kannst du die ins Exil geschickte Karte spielen, um ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Mhm. So, warte, was passiert denn jetzt zuerst? Erst Refugium oder immer, wenn ein Land unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt? Eigentlich Landung, oder? Und dann kann ich aussuchen, oder? Ich hab dir überhaupt nicht zugehört. Ich glaub, es kommt erst Landung, oder? Wenn Land unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt oder Refugium? Wenn dieses Land ins Spiel kommt, schau dir die obersten vier Karten im Bild an. Ist ja eigentlich beides gleichzeitig, oder? Das ist, du kannst es aussuchen, du kannst es decken, wie du möchtest. Ja. Aber das ist ja egal. Ja, dann mache ich erstmal hier Simone. Ich manifestiere erstmal das Grauen. Diana geht auf den Friedhof, ne? Ja. Davon auf deinen Friedhof, ja. Tust so. Nicht, und Refugium 4. Heißt also die obersten 4 Karten meiner Bibliothek. 1, 2. Ja, deswegen, ne? Wenn ihr euch jetzt so hoch aufbaut, dann macht es natürlich immer schwieriger für mich, gerade noch die letzten Lebenspunkte. Ja, das ist Flerei-Folge. Ja. Also ich habe eine Kreatur. Ja, aber ist ja gar nicht. Greift euch ja gemeinsam an. Also ihr könnt ja auch die anderen. Wenn ich dich angreife, könnte ich dann ja trotzdem auch für dich blocken. Ist ganz egal. Ja. Außerdem gehen ja auch Removals von euch alle auf mich. Ja, also deswegen. Ja, nicht zwangsweise. Ich weiß ja nicht, was Julian da schon wieder für Warte, Quatsch wenn macht. Wenn ein Spiel kommt, schau, du hast einen Vierkant in der Bibliothek an, schicke einer davon verdeckt ins Exil und hörst, dich kann. Es muss keine Kreaturen sein. Kannst du die ins Exil-Karte spielen, um ihre Mana-Kosten zu bezahlen? Okay, dann nehme ich doch die hier. Schick die mal da drunter, ne? Zu viel Reihenfolge unter deine Bibliothek. Okay, darf ich weitermachen? Ja, ich bin fertig. Okay, dann für 4 spiele ich meinen Commander. Winter, zynischer Opportunist. 2/5 mit Todesberührung. Immer wenn ich angreife, mille ich 3 Karten. Und Delirium. Zu Beginn deines Endsegments kannst du eine beliebige Anzahl an Karten mit insgesamt 4 oder mehr unterschiedlichen Kartentypen aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Falls du dies tust, bringe davon eine Permanent-Karte mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel. Und dann für... Ich tappe die Arcane-Petschaft, um die Golgari-Petschaft zu aktivieren. Ich habe ein schwarzes und ein grünes und spiele Mulchen. Hexerei, decke die obersten 4 Karten deiner Bibliothek auf, nimm alle Länderkarten, die auf diese Weise aufgedeckt wurden, auf deine Hand und lege den Rest auf deinen Friedhof. Erst kribbelt sie, dann mulcht sie. Mhm. Mulch ist gut. Was hast du jetzt auf die Hand? Ein Land. Ein Land, das geht in den Friedhof. Irgendwas, was du wiederholen kannst? Jetzt direkt? Nö. Okay. Ja, schade.
Ich mache jetzt den Übermove. Ich spiele eine Azorius-Kanzlei. Nimm meinen Sumpf auf die Hand und ich habe keine Sachen mehr zu tun. Dann gehen wir in unser Endsegment, ne? Also ich habe nichts mehr zu tun. Ne? Okay. Ja. So, zu Beginn meines Endsegments kann ich eine beliebige Anzahl an Karten mit insgesamt 4 oder mehr unterschiedlichen Kartentypen aus meinem Friedhof ins Exil schicken. Falls ich dies tue, bringe ich davon eine Permanent-Karte mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurück. Ich habe Artefakt-Kreatur. Das zählt ja für Artefakt und Kreatur, ne? Ja. Dann nehme ich noch ein Land. Nee, warte. Ich will das anders machen. Also ich spiele die Decks jetzt auch zum ersten Mal. Da muss man auch nochmal dazu sagen. Und mal gucken, was dann so geht. Das. Wir werden damit aber auch nochmal ein normales Commander-Match machen. Jetzt geht es auch darum, euch jetzt hier die Arc-Enemy-Karten auch mal vorzuführen. Ne? Entsprechend. Und diesen neuen Spielmodus. Ich schicke mal ins Exil Mulchen als Hexerei. Verdächtiges Bücherregal als Artefakt-Kreatur. Artefakt und Kreatur? Ja, aber ich möchte es auch trotzdem als Kreatur, ach, nur als Artefakt haben. Ich kann 4 oder mehr, ne? Ja, okay. Land und Kreatur. Ja, warte, Kreatur musst du ja nicht nochmal, oder? Ja, aber ich will ja die Kreatur wieder haben. Kann ich das machen oder muss ich was anderes nehmen? Kannst du machen. Okay. Du musst 4 oder mehr unterschiedliche Kartentypen aus meinem Friedhof ins Exil schicken. Ja, hast du jetzt ja gemacht, ja. Ja. Okay. Ja. Also das geht, weil das sind ja 2 Kreaturen. Geht das trotzdem? Ja. Okay, ja, dann schicke ich die ins Exil. Ja, 4 oder mehr. Und bringe eine davon als Permanent-Karte mit einer Gültigkeitsmarke ins Spiel zurück. Und das ist das Bärenwiesen-Monstrum. Na, Valgavov, zitterst du schon? Nee, was macht das denn überhaupt? Okay. So, das Valgavov ist eine 3-3-Kreatur. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich lege meine Gültigkeitsmarke drauf. Mit Trampelschaden und sagt, zu Beginn des Kampfes in deinem Zug milst du eine Karte und bestimmst per Zufall einen Gegner. Das Bärenwesen-Monstrum greift jeden Spieler in diesem Kampf an. Falls möglich, bis zum Ende des Zuges erhält das Bärenwesen-Monstrum Unzerstörbarkeit und +1/+1 für jeden unterschiedlichen Kartentyp in deinem Friedhof. Das wären jetzt gerade noch 3. Also +3/+3 und Unzerstörbarkeit und noch was? Trampelschaden. Und das kann ja nur dich angreifen, weil du bist ja der einzige Gegner. Ich krieg gleich Haue, ja. So. Von mir nicht, ich meine, meine sind ganz brav. Mhm. Und wenn es stirbt, geht es ins Exil. Ja, und dann bin ich auch fertig mit meinem Exil. Okay. Alle fertig? Ja. Okay. Bin ausgetappt. Dann geht's in die nächste Runde, Leute. Wir enttappen mal. Let's go. Ah, ist ja kostet nur noch eine Handkarte. Ja, aber ich ziehe jetzt noch eine. Und dann habe ich Zeit. So, dann kommt hier das nächste Komplott. Na, ein bisschen Platz. Man, die sind alle fies, hoffentlich nichts allzu Schlimmes. Hup. Ja, ich habe Angst. Ich weide mich an eurer Pein. Ach, sind das schöne Namen. Das ist voll nett. Wenn du dieses Komplott schmiedest, bestimme 3. Du kannst denselben Modus mehr als einmal bestimmen. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Ein Spieler deiner Wahl zieht eine Karte. Ein Spieler deiner Wahl erhält 5 Lebenspunkte dazu. Also kannst du theoretisch 15 Lebenspunkte geben, dir 3 Karten ziehen oder 3 Kreaturen zerstören oder alles einfach machen. Nein, er kann uns 15 Lebenspunkte geben. Ja, das kann vor allen Dingen kann ich, aber ich kann Kreaturen zerstören, viel, viel besser. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, das kann ich 3-mal machen. Ne? Das heißt, wir zerstören diese Kreatur, wir zerstören den Commander und wir zerstören den Commander. Das ist aber fies. Ja, ich bin auch jetzt fies. Auch nicht. So. So. Dann ist das Komplott abgearbeitet. 3 Kreaturen kamen aus dem Friedhof ins Exil. So. Da haben leider gar keine drin. So. Dann habe ich ein Land gezogen und zwar die Schwefelquellen. Die geben farbloses Mana oder für Tappen schwarz oder rot, aber dann fügen sie mir einen Schadenspunkt zu. Lege ich mal zu dem Talisman dabei, weil das hier dann so die Schadensecke ist. So, ja, und da ich ja gleich wohl Schaden bekommen werde, sehr wahrscheinlich, der muss ja auch angreifen, ne? Kommt jetzt Valga. Boah. Hab ich keinen Mana für. Ja, der kostet ja 2 Mana mehr. Okay. Schwarz-Rot.
bin immer noch dafür, dass wir das Massaker-Mädel spielen. 1, 2. Da ist er. Dann 4-4 fliegend, Abwehr 2 Lebenspunkte bezahlen. Und immer, wenn ein Gegner zum ersten Mal während seines eigenen Zuges Lebenspunkte verliert, lege eine +1/+1 Marke auf ihn und ziehe eine Karte. Ne? Gut, dann könnte ich angreifen. Jetzt haben wir... hat der Todesberührung? Mm-mm. Gut. Das heißt, wir haben 2-2, 3-3. Ja, das ist alles ganz okay eigentlich. Die Teufel fügen einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Zwei Teufel angreifen. Ich glaube, die lasse ich mir, um Karten zu ziehen. Er kann noch nicht angreifen, dann komme ich auf jeden Fall mit den beiden Vogelscheuchen vorbei. Natürlich wieder zu dir, weil es so nett ist und lustig ist. Ne? Ich glaube, ich gehe aber doch noch mehr All-In. Ich glaube, ich kann noch mehr Teufel machen oder so. Wer weiß, wer weiß. Die haben ja Wachsamkeit. Komm, wir machen das. Wenn zwei Teufel sterben, kriege ich 2 Schadenspunkte, die ich verteilen kann. Warum nicht mit 3 Teufeln angreifen? Warum nicht mit 4 Teufeln angreifen? Einen zum Blocken lassen, damit ihr Schaden in eurer Runde bekommt. Das ist immer... Ihr werdet sie wahrscheinlich noch nicht angreifen. Der muss angreifen. Ein Blocker reicht. Komm, wir wollen euch Schmerzen zufügen. 4 Teufel greifen an. Einer bleibt daheim. Valgavoth darf noch nicht. Das heißt, die beiden Vogelscheuchen kommen natürlich zu dir und die 4 Teufel. Bam! So sieht's aus, Leute. Ja, Leute, wie machen wir das jetzt? Ja. Also man kann natürlich auch doppelt blocken, aber nee. Das ist ja, können den Schaden einfach durchlassen, sind ja nur 12. Das also mit dem kann ich hier spielen. Mit dem Manifestieren. Also mein Insekt kann auf jeden Fall eigentlich eine Vogelscheuche blocken, würde ich sagen. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Wo soll ich den vorwerfen? Von einem Teufel oder von einer Vogelscheuche? Also ein... Werf den, wenn der eh weg soll. Soll der weg? Kann, dann werf kann den weg. Vor die also Vogelscheuche, ist nicht dann blocke ich nämlich noch einen. Ja, warte, Julian, wir blocken zusammen eine Vogelscheuche. Okay. Also die zweite Vogelscheuche. Und mein Bärenwiesenmonstrum blockt einen Teufel. Okay. So ist es? Mhm. Okay, dann fangen wir mal an. Also, die Vogelscheuche tötet das Insekt. Hier tötet die Vogelscheuche beide Kreaturen. Beide Kreaturen töten die Vogelscheuche. Richtig? Ja. Ja. Gut. Hier tötet dein Bärenmonstrum mein Teufel. Ich kann einen Punkt Schaden schießen, den schieße ich dann wieder auf euch. Und dann kriegen wir noch 3. Und dann bekommt ihr noch 3 weitere Schaden. Ja. Okay. Spielt jemand von uns Lebensverknüpfung oder so? Ich kann uns Schaden zufügen. Ich glaube, wenn dann eher das weiße Deck. Gehe ich jetzt in mein Endsegment und habe keine Trigger. Ihr seid dran. Ja, warte, ich würde gerne noch was spielen und Schaden machen. Ich will, helft ihr? Ich würde gerne Valgavoth ins Exil schicken. Für zwei Lebenspunkte. Dann mit aus und vorbei. Wähle oh, ich aber, dass er in die Kommandozone zurückgeht. Ach. Und muss dann beim nächsten Mal 4 bezahlen. Oh, wird das schon teuer. Ich leg den mal hier unten hin. Na schön. Ja, brauche ein bisschen Platz auf dem Tisch hier. Ja, okay. Ja, das ist schon teuer. Könnte ich momentan nicht bezahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana habe ich. 8 Mana brauche ich. Dann gehen wir in unseren Zug, oder? Ja. In Tappen? Passiert da schon was? Nee, ich habe keine Abkühlung. Ich möchte 2 Karten melden. Da ist kein Land mit dabei. Okay, dann ziehen wir einfach ganz normal unsere Karte. So, dann haben wir was gezogen. Das heißt, meine Sage geht auf Stufe 3. Kreaturen, die ich kontrolliere, erhalten Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Cool.
Ja, meine Sage verabschiedet sich auch. Und die letzte Stufe sagt, bring eine Kreaturen- oder Planeswalker-Karte deiner Wahl aus einem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Oh. Willst du den Raktos nehmen? Oder haben wir irgendwas, was einem irgendwie Leben gibt oder so? Entschuldigung, hast du irgendwelche schönen Kreaturen in deinem Friedhof? Du kannst den ja nicht wirken. Ich muss halt den nicht wirken, den, okay. Ich bin den ja per... Den 5-6 habe ich halt, mit fliegend. Raktos sagt einfach nur... Und halt weiß aus wie Achim Maya. Und Kreaturen zum Beispiel, kosten beim Wirken für jeden Lebenspunkt, den deine Gegner diesen Zug verloren haben, ein weniger. Ich nehme Raktos. Juhu! Nice. Der ist jetzt unser Freund. So, die Karten sind ja auch ewig im Exile, ne? Da kam nichts mit. Haben sich nicht in Szene gesetzt. Mhm. Ja. Ich habe einen Raktos. Mhm. Ich leg mal ein Land. Turm des Reliquienschreins sagt, ich habe keine maximale Handkartenzahl und für Tappen erzeugt ein farbloses Mana. So. Dann soll ich einfach mal weitermachen? Ja, mach ruhig. Für 4 spiele ich in Einklang bringen, ziehe 3 Karten. Das ist erstmal nicht so verkehrt. Mhm. Mhm. Ich lege in der Zeit einfach schon mal einen Sumpf. Einfach so. Mhm. Mhm. Sonst mache ich schon mal, wenn Jenna da überlegt. Mhm. Spiele ich die Augurin des Herbstes 2-3. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt, du hast eine Karte deiner Bibliothek anschauen. Du kannst Länder auf deiner Bibliothek spielen und Hexenzirkel, solange du 3 oder mehr Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke kontrollierst, kannst du Kreaturenzauber auf deiner Bibliothek wirken. Auch sehr stark. Guck ich mir mal an. Ich würde auch einfach mal meinen Commander wieder ins Spiel bringen. Lange nicht mehr da gewesen. Ich spiele nochmal für 3. Und da hast du jetzt entsprechend auch 2 Mana mehr bezahlt? Ja, habe ich. Das macht 2. 2, ah, check. 3, 4, 5, 6. Ich spiele mal die formlose Schöpfung. Stammeshexerei Gestaltwandler Wandelwicht sagt, erzeuge einen XX farblosen Gestaltwandler Kreaturspielstein mit Wandelwicht und Todesberührung, wobei X gleich der Anzahl an Länderkarten in deinem Friedhof ist. Und hat Zurückverfolgen. Du kannst diese Karte aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu ihren anderen Kosten eine Länderkarte abwirfst. Ich habe 1, 2. Ich habe nur 2 Länderkarten. Ich wollte auch mal eine Kreatur haben, Leute. Ich möchte Länder haben. Ich habe hier 1, 2, 2er. Ich möchte eigentlich ganz gerne Valgaworth haben, aber irgendwie wird er immer wieder zerstört. Soll ich erstmal in unsere Kampfphase gehen? Ich muss ja angreifen. Ja, also ich habe nichts dagegen, ja. Okay, dann zu Beginn des Kampfes in einem Zug millst du eine Karte und bestimmst per Zufall einen Gegner. Ich habe nur einen Gegner. Ja. Das Bärenwesen-Monstrum greift jenen Spieler in diesem Kampf an. Falls möglich, bis zum Ende des Zuges erhält das Bärenwesen-Monstrum Unzerstörbarkeit und +1/+1 für jeden unterschiedlichen Kartentyp in deinem Friedhof. Das ist natürlich so ein Planeswalker, Stammeshexerei oder Stammes... Das ist eine Hexerei, ja. Zählt das nicht noch irgendwie als Stammesding? Nee, ich würde es sonst Hexerei zählen lassen. Nee, Stamm und Hexerei ist jeweils eine unterschiedliche... Das ist wie beim Tamogolf, der wird das doppelt zählen. Ja, okay. Okay, dann mache ich mal so. Dann habe ich hier Stamm und da habe ich Hexerei. Verzauberung. Artefaktkreatur, blablabla. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unterschiedliche Typen habe ich in meinem Friedhof. Also ich habe Land, Spontanzauber, Artefakt und Kreatur. Verzauberung. Hexerei, Stammeskarte und... Ja, Stammeskarte ist auch eine Hexerei. Nee, also. Ich glaube praktisch schon gar nicht. Ja, okay, gut. Ja, okay. Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 8 plus 8 kriegt der. 11, 11. Mit Trappelschaden und Unzerstörbar. Boom. Ja, und er kriegt für diesen Zug auch noch Todesberührung. Zählt, wenn ich den Schaden nicht gemacht habe. Aber egal. Wieso? Warum? Dann hätte Aminato hier nur 3 Mana gekostet. Erklär es aber kurz, was du das... Ja, macht meine Kreaturen ja um ein beliebiges günstiger für jeden Schaden, den ein Gegner bekommen hat. Ja, aber ich muss den Schaden gar nicht selber... Kreatur, die du wirkst. Genau, aber ich muss den Schaden gar nicht selber zufügen. Ja, okay. Hm.
Ja, ich greife erstmal für 11 dann an, ne? Mit Trampelschaden. Ja, mit Trampelschaden, ja. Und dann lasse ich die auch mal durch, ne? Ja. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bam! 11. Wir haben trotzdem nur 17 Leben. Ja, aber das zieht natürlich auch schnell runter, ne? Mhm. Ja, und dann. Kann mir jemand ein Land leihen? Leute, gib mal. Nee. Mal ja. Ich wäre dann soweit eigentlich. Das war ein heftiger Gegenschlag. Ich bin auch dann fertig. Alle fertig? Fertig. Ja, ja. Okay, dann tappe ich jetzt, ja? Ist klar. Mal gucken, was hier so geht. Puh. Warte, 1, 2, 3. So, jetzt geht es nämlich langsam enger. Das war getappt. Ich ziehe mal. Besser ist. Mhm. Ich dachte irgendwie, ich habe mehr Länderkarte im Friedhof. Jetzt ist der einfach nur 2-2. Aber ja, Todesberührung. Ist ja so stark, wie viele Länder du im Friedhof hast, oder ja. Was? Achso. Ja, aber du kannst das ja jetzt jede Runde spielen, wenn du jede Runde ein Land ziehst. Ja. Ich, Das wären jetzt immer mehr. Du darfst noch, Ja, ich bin schon komplett hier. Beim, ja, hab ich mich schon gedacht. Verlieren? Ja. Ja, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ja, so, zack. Deck die Karte auf. Eure Albträume schmecken vorzüglich. Wie er es immer so toll findet, die Namen vorzulesen, ne? Wenn du das Slot schmiedest, wirft jeder Gegner, der mehr als 5 Karten auf der Hand hat. 5. 6. Und du? Ich hab 5. 5, okay. So viele Karten ab, wie die Differenz beträgt. Falls auf diese Weise weniger als 3 Karten abgeworfen wurden, ziehst du danach 3 Karten. Du musst eine abwerfen. Und dann ziehst du 3 Karten. Und ich zieh 3 Karten. Das finde ich cool. Hm. Du musst abwerfen. Da kann ich mir irgendwie mal gucken. Du sollst in seine Hand gucken. Guck nicht in meine Hand, Mann. Ich guck nicht in deine Hand. Ich guck in deine Karten. Oh. Mehr als 5. Ja, okay. Die Karte hier bringt mir gar nichts. Okay, dann darf ich jetzt 3 Karten ziehen, ja? Yippie. Gut. Aber nur weil du es bist. 1, 2, 3. Ich habe was gefunden. Schön. Ich habe was gefunden. Das ist natürlich auch das, was er gebraucht hat. 3 Karten ziehen, ne? Mhm. Er hatte so eine schöne leere Hand. Hätte nicht alles irgendwie andersrum passieren können? Er zieht erst die 3 Karten, obwohl dann hätte er alles haben können. Mhm. 7 Karten noch auf der Hand gehabt am Anfang. Ah. Nicht schön. Das ist doch alles ganz cool, so. Ich finde, er sollte das Deck einfach wegpacken. Ja, ja. So. Wir sagen jetzt erstmal, dass wir hier ein beliebiges und ein rotes Mana ausgeben, um eine Chaosschleife zu wirken. Spontan Zauber. Der Besitzer eines Permanent deiner Wahl mischt es in seine Bibliothek und deckt dann die oberste Karte seiner Bibliothek auf. Falls es eine Permanent-Karte ist, bringt er sie ins Spiel. Das soll der sein, der mir gerade so nicht mein Bär, Bibi. Ich muss den jetzt so einfach nur so reinmischen, dass ich den gleich oben wieder drauf. Das fände ich jetzt schon so richtig witzig, würdest du nur jetzt noch so ein richtiges Brett. Was sind das für Bretter drin? Sein. Das sind schon ein paar. Permanent-Karte einfach, ne? Ja. Könnte auch ein Land sein. Kann auch ein Land sein. Kann auch ein Land sein. Kann auch ein spontan Sommer sein, der dann wo nichts passiert. Nö, nicht. Will jemand abheben? Nö, lass mach mal. Dann deck mal auf. Ich hab Angst. Ist die Skola Heintänzerin. 2-2. Verzauberungskreatur. Immer wenn eine Länderkarte von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wird, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Leben! Okay. Ja, gut. Und für 3 will ich eine Karte. Okay. Guck mal, Micha hätte das jetzt auch auf seinen Raktor spielen können, dann hätte er den Effekt bekommen. Mhm. So, aber der musste weg. Ja? Ja. Er hatte Angst. Ja, das hätte ich ja schon eher gemacht. Das hätte ja schon mehr Sinn ergeben. Hätte ja ihm eine Karte beschert und eine und seine weggenommen. So. Okay, hätte ich vielleicht, aber ich glaube, wir gehen jetzt weiter und zwar mit Schwarz. Gleich dumm. Na, danke. Schwarz. Ich glaube, er hat es auch gar nicht realisiert. Und 1, ich habe nichts realisiert. Nein. Und jetzt kommt bei mir ins Spiel
Braids auferstandener Albtraum. 3-3 Nachtmar legendär. Zu Beginn deines Endsegments kannst du ein Artefakt, eine Kreatur, ein Land, einen Planeswalker oder eine Verzauberung opfern. Falls du dies tust, kann jeder Gegner ein Permanent opfern, das einen Kartentyp mit der geopferten Karte gemeinsam hat. Jeder Gegner, der dies nicht tut, verliert 2 Lebenspunkte und für jeden dieser Gegner ziehst du eine Karte. Ja? Gut. Da ist sie. Dann lege ich noch ein Gebirge. Igitt. Und möchte für 2 Mana das Basiliskenhalsband an die Vogelscheuche ausrüsten. Die hat dann Todesberührung, Lebensverknüpfung und sie hat auch Wachsamkeit. Der 6-6er ist da, der wird die dann sehr wahrscheinlich töten, aber ich hätte dann entsprechend, will ich die Lebenspunkte haben, meine Vogelscheuche verlieren die eigentlich noch nicht. Ich halte die einfach noch, ne, ich halte die. Nicht zu gierig werden. So, dann gehe ich in mein Endsegment und möchte und opfere einen Teufel. Das ist eine Kreatur. Wenn der stirbt, fügt sie einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Der Schadenspunkt geht in euer Gesicht, das hier auf 16 geht. Ist der Teufel weg. Ich habe eine Kreatur geopfert. So, das heißt, jeder Gegner, der jetzt eine Kreatur nicht opfert, verliert 2 Lebenspunkte und für jeden Gegner, der das, für jeden dieser Gegner ziehe ich eine Karte. Ich opfer die Haientänzerin. Eine Kreatur ist weg. Bei dir? Leute, wir haben nur noch 6 Leben. Oh Mann, das ist aber echt doof. Ist das etwa gemein? So machen. Ist alles unschön. Kannst du mir eine Karte ziehen lassen? Ich hab nur noch 16 Leben. Tja. Gehen 2 weg. Nee, das ist schon. Das ist ja noch blöder. Soll ich Rakdos als Blocker liegen lassen oder soll ich ihn opfern? Ja, der lässt sich doch auch Sachen gut günstig spielen, oder? Obwohl, ne, dafür müssen wir ihn angreifen, ne? Dafür müssen wir ihn angreifen, ja. Mhm. Also im Endeffekt wird das ja jetzt jede Runde machen. Solange Braids liegt. Ja, irgendwann hat er auch hoffentlich keine Teufel mehr. Ja, aber ich glaube, dann sind sowieso bei uns alle Kreaturen schon tot. Ja, ich würde einfach mal Rakdos opfern. Opfer etwas. Komm. Opfer du auch was, Julian? Ja. Ich weiß ja schon, warte mal, ich guck mal noch mal kurz meine oberste Karte an. Das ist doof. Ich opfer Zimmer, ne? Haben wir denn 2 drauf oder nicht? Mehr oder weniger. Okay, dann darf ich keine Karten ziehen, aber ihr habt auch schön geopfert, dann seid ihr dran. Ich würde gerne noch einen Blick aus einer anderen Welt spielen. Spontanzauber überwachen 3 mit Rückblende für 2 Mana. Das heißt, du darfst jetzt die 3 obersten Karten anschauen und entscheiden, ob die in der Reihenfolge wieder oben drauf kommen oder in den Friedhof gehen. Oder in den Friedhof gehen. Okay, gut, ja. Dann enttappen wir. Ja. So. Ja, also ich hatte ja mein Endsegment, ja. Nein, noch nicht ziehen. Zu Beginn des Versorgungssegments mill ich mal 2 Karten. Da ist ein Land. Das heißt, ich bekomme ein Insekt. Puh. Du hast auch einen zu Beginn. Ich habe auch einen. Ich darf jetzt nochmal Überwachen anwenden. Kann ich meinem Team das antun? Du kannst alles. Verliere 15 Leben. Oh. Nee, ich will beide Karten und hoffe darauf, dass da irgendwas Sinniges passiert. Okay, dann ziehen wir, ne? Wow, die Karte ist so ja, toll. Ja, ich habe eine Gigant der Verdammnis gezogen. Das ist eine Verzauberungskarte. Ich möchte die gerne für 1 Mana wirken, für ein schwarzes, weil meine Kosten um 4 reduziert werden. Konstellation. Immer wenn der Gigant der Verdammnis oder eine andere eine Verzauberung unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, ernten Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Oh, das ist sehr gut. Dann sterben meine Teufel. Alle. Die können aber 3 Schadenspunkte verteilen. Die Teufel. Ich will denen das nicht absprechen. Der hat 4. Der hat 3, das ist mir auch egal. Ja, dann sterben die Teufel und die 3 Schadenspunkte gehen auf euch.
Gehe auf 12. Mhm. Okay. Gut, ich gucke mir mal die oberste Karte an. Oh, sag mal. Ich leg mal einen so. Yeah. Okay, ich muss mal. Ich spiele schon mal was, ne? Ja. Schläg mal einen Befehlsturm in der Zeit. Ja, für 3 Mana spiele ich mal die Schriftrolle des Schicksals. Als ein Artefakt tappen, manifestiere eine Karte aus deiner Hand. Und das mache ich auch direkt mal. Und dann, bringe die Karte als eine 2-2-fertigte ins Spiel. Decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Mana-Kosten auf, falls es eine Kreaturenkarte ist. So, warte, wo ist oben? Wo ist unten? Da ist oben. Warte, jetzt muss ich mal nochmal gucken. Ja, okay. Ich mach mal für 2, 3, 4, 5, 6 bringe ich mal ein Commander wieder rein. Winter, zynischer Opportunist. 2-5, Todesberührung, immer wenn er angreift, mille ich 3 Karten. Und Delirium, zu Beginn deines Endsegments kannst du eine beliebige Anzahl an Karten mit insgesamt 4 oder mehr unterschiedlichen Kartentypen aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Falls du dies tust, bringe davon eine Permanent-Karte mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurück. Und dann, ich glaube, für 3 spiele ich nochmal die formlose Schöpfung mit Zurückverfolgen. Du kannst diese Karte aus deinem Friedhof wirken, indem du als zusätzliche Kosten zu ihren anderen Kosten eine Länderkarte abwirfst. Werfe ich die ab. So, erzeuge einen XX farblosen Gestaltwandler Kreaturspielstein mit Wandelwicht und Todesberührung, wobei X gleich der Anzahl an Länderkarten in deinem Friedhof ist. 1, 2, 3, 4. Habe ich noch ein? Warte, habe ich den gerade nicht. Ja, ohne die Teufel. Ich habe nur ein. Wird schon ein bisschen schwierig, ja. Ja, ist gut, dass die Teufel nicht da sind. Warte, ich habe doch wirklich nur ein. Was denn? Ich habe nur einen Gestaltwandler Token. Dann ist ja ein Malen. Oh Mann, oh Mann. Bist du dann fertig? Ja, ihr könnt erstmal weitermachen. Ja, ich habe keine Aktion. Ja, Ey, auch nicht. Ja, warte. Kann man weiter, was noch bei uns passiert hier richtig viel. Ja, irgendwie. Ich brauch die Länder. Ja, aber ich spiele trotzdem, ich spiele alle gegen mich. Also das ist schon trotzdem. Ne? Also, ich brauche die Länder. Wo sind meine Länder? Friedhof. Okay, also gehen wir in unseren Endstep. Unsere Endstep. Oder will jemand angreifen? Nee. Ich möchte mit meiner 2-4 nicht da rein. Okay, zu Beginn deines Endsegments kannst du eine beliebige Anzahl an Karten mit insgesamt 4 oder mehr unterschiedlichen Kartentypen aus deinem Friedhof ins Exil schicken und einen permanent ins Spiel zurückbringen. Artefakt und Land haben wir hier. Und spannend. Also ich finde es ein cooles Spielformat. Ja, also und eins muss noch. Die dürft ihr nicht zu stark aufbauen. Spontanzauber. So, die gehen ins Exil. Spontanzauber, Planeswalker, Artefakt, Land. Und ich kann eine Permanent-Karte von denen mit Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurückbringen. Und das ist die Planeswalker-Karte. Mhm. Liliana, die nicht so, Liliana ist. Ja. Ja. Professorin Onyx, legendärer Planeswalker Liliana, kommt mit 5 Loyalitätsmarken ins Spiel. Hat Magiefertigkeit. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, verliert jeder Gegner 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Lebenspunkte. Wobei ich jetzt nur der Gegner bin. Ja, ja. Mitspieler. Ne? Plus 1, du verlierst einen Lebenspunkt, schau dir die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an, nimm eine davon auf deine Hand und lege den Rest auf deinen Friedhof. Minus 3, jeder Gegner opfert eine Kreatur mit der höchsten Stärke unter den Kreaturen, die er kontrolliert. Yeah. Minus 8, jeder Gegner kann eine Karte abwerfen, falls er dies nicht tut, verliert er 3 Lebenspunkte, wiederhole diesen Vorgang noch 6 Mal. Die ist natürlich. Willst du schon mal machen? Geht ja ich bin immer im Endsegment. Achso, stimmt, du bist im Endsegment. Ja, okay. Nevermind. Gut, das heißt, ihr seid jetzt durch, ja? Ja. Ja. Okay. Leute, was macht ihr eigentlich? Du machst die ganze Zeit nichts. Ich brauche Länder.
Jenna macht hier schon die... Ich habe das Gefühl, eins. Meins möchte gerne im anderen Zug spielen. Ich ziehe... Ich habe das Gefühl, ich spiele hier als Einzige, meine lieben Freunde. Ja, bei mir kann das auch so. Ich schmiede einen Komplott. Nein. Tu's nicht. Hör auf. Was das? Meine ist die einzige Wahrheit. Wie er immer lächelt, Anna. Ein andauerndes Komplott. Ja. Ein anderes Komplott bleibt offen liegen, bis es aufgegeben wird. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, ziehst du eine Karte. Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls du im letzten Zug eine Karte gezogen hast, gib dieses Komplott auf. Ah ja, okay, gut. Was macht sich, habe nicht zugehört. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, ziehst du eine Karte. Und zu Beginn meines Versorgungssegments. Okay. Also in der nächsten Runde. Und falls du im letzten Zug eine Karte gezogen hast, gib dieses Komplott auf. Ne? Okay. Okay, dann lege ich es mal oben drauf. Ey, Leute, das macht also, keine 10-10er. Also mache ich gleich nicht. Ja, das macht uns auch keinen Schaden. Oh, warte, du hast gerade uns einen Lebenspunkt abgezogen. Ach, Quatsch, habe ich gar nicht. Dann müssen wir gucken. Wir haben... Hoffentlich nur einen. Wir waren auf 12, ne? Mhm. Nee, ich glaube, wir waren eigentlich auf 53. Stimmt. Ja, ich habe das jetzt auch irgendwie so. Ja, ich brauche 8 Mana. Ja, da war irgendwas, ne? 2, 4, 6, 8 Mana drehen, um Valgavoth wiederzubringen. Da ist er. Mhm. Du, der hat Abwehr 2 Lebenspunkte bezahlen. Habe ich doch vorhin gemacht. Habt ihr gemacht? Alles klar, okay, gut. Ja. Gut. Ich habe dir geholfen, quasi. Mhm, ja. Gut. So. Wenn ich jetzt ins Endsegment gehe, ne, kann ich eine Kreatur, ein Land, einen Planeswalker und eine Verzauberung opfern. Könnte es sein, Valgavoth? Ich könnte mein Valgavoth opfern. Du ziehst eine Karte, oder? Immer, wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt. Yo, danke. Danke, Venkman. Ein Spieler. Ja, ich bin ja auch einer. Wir wollen ja fair bleiben. Und da steht auch nicht, kannst du eine Karte ziehen? Ja. Jetzt so eine Karte. Wir melden ihn jetzt aus. Ist ja kein May-Effekt. Er muss ja eine Karte ziehen. Spielt jemand Storm? Ihr seid einzelne Gegner, ne? Einzelne Gegner. Ja. Mann. Wir sind eine große Gruppe. Wir sind eine Familie. Ja. Mhm. Eine Familie ist ein Ziel. Mhm. Ja. Papa. Ja. Ja. Okay, gut. Familie. Ja, wir sind jetzt so Fast and Furious. Kind. So. Kind. Mama. Mutti. Hallo! Wenn ich opfer, muss jeder von euch opfern oder ihr kriegt Schaden. Ja, komm. Ach, Vogelscheuche, du hast mir gut gedient. Aber ich gehe in mein Endsegment. Ja. Ja. Und dann habe ich zu triggern. Dann möchte ich gerne was machen. Ja, aber ich bin ja, ich opfer ja zuerst, oder nicht? Ich bin ja der aktive Spieler. So, ich gehe in mein Endsegment. Ja, du hast da einen Trigger. Und auf den Trigger möchte ich gerne reagieren. Ja. Ja. Also, genau. Ich opfer die Vogelscheuche in Grace. Ja, ja, warte, darauf reagiert er. Du hast einen Trigger und ich möchte auf diesen Trigger reagieren. Aber ich opfer die Vogelscheuche. Ja, das werde ich nicht verhindern. Ja, was machst du? Das werde ich vermutlich nicht verhindern können. Ich möchte gerne Blick aus einer anderen Welt als Rückblende spielen. Ich schicke sie ins Exil und überwache 3. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Krasses. Ja, das dachte ich auch. Ich hatte eigentlich Hoffnung. Mann, Geralt. Hast du gerade, ziehst du gerade 3 Karten? Nein. Er schaut sich die obersten 3 Karten an. Ich überwache 3. Hm? Aber er hat einen Zauberspruch. Nee, das ist ein Zauberspruch. Immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt. Ne? Achso, ja, da darfst du eine Karte ziehen. Ja. Für den hier. Darfst du. Weil ich habe jetzt da gerade. Ja. Ja, darfst Sie du. Dafür darfst du eine ziehen, ja. So, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen. Das ist nicht meine große Stärke, muss ich gestehen. Ich spüre euch auch einfach nichts. Das finde ich gar nicht mehr so verkehrt. Das möchte ich ins Friedhöfchen legen. Und die gehen in dieser Reihenfolge auf meine Bibliothek. Richtig? Richtig. Richtig. Nicht gucken. So, dann habe ich weitere Sachen zu tun. Und zwar. Sie kannst du richtig hart ziehen. Ah, nee. Mein Gedankenstein. Ja. Tappe ich, ziehe eine Karte. Das ist Enge Schlote Zugangslabyrinth.
Ein Raum. Eine Raumverzauberung. Mhm. Das ist neu. Ja, ist jetzt meine erste Karte, die ich in diesem Zug ziehe. Die hat Miraculum minus 4. Dann möchte ich gern 3 Mana bezahlen. Schwarz, schwarz und egal. Und spiele jetzt einfach mal das Zugangslabyrinth. Ja, das wird gewirkt. Das heißt, ich darf eine Karte ziehen. Du darfst eine Karte ziehen. Das passiert, glaube ich, bevor die ins Spiel kommt. So, da steht jetzt, einmal während jedes deiner Züge kannst du einen Zauberspruch aus deiner Hand wirken, indem du Lebenspunkte in Höhe seiner Mana-Beträge bezahlst, statt seine Mana-Kosten zu bezahlen. Gerät. Smart. Ja. Wenn du diese Tür entsperrst, fügt dieser Raum einer Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert, 6 Schadenspunkte zu. Du erhältst so viele Lebenspunkte dazu, wie du auf diese Weise überschüssigen Schaden gemacht habe. Warte, aber du hast die Seite entsperrt, ne? Ja, ich habe diese Seite gewählt, ja. Wieso? Wieso denn nicht die andere? Achso, ich kann immer nur eine machen. Ja. Dann nehme ich natürlich die, macht ja natürlich mehr Sinn. Dann tapp ich. Aber du hast doch jetzt die andere schon gewählt. Nein, ja? Das ist eine neue Mechanik in diesem Set. Entspann dich. Gerrit spielt das erste Mal damit. Genau. Soll Volga was jetzt lustig sein? Nein. Achso, ja. Die andere hast du doch dann sowieso erst später gemacht. Nee, er hat es ja erstmal vorgelesen jetzt. Aber kann ich die nicht nachher noch entsperren? Ja. Klar kannst du die nachher noch entsperren. Aber also du hast jetzt ja das Mana getappt und hast die rechte Seite gewirkt und kannst nachher dann die andere wirken. Weil es ist ja jetzt, es ist ja dein es ist ja immer noch mein Endsegment. Dein Endsegment. Ja. Dann mache ich doch deiner Braids mal 6 Schaden, nimm 3 Schaden, um sie zu töten und mache 3 Schaden extra und wir bekommen dann 3 Leben. Sehe ich das richtig? Ich bin jetzt nicht mehr dabei, verstehe ich jetzt nicht mehr, was war jetzt? Ja, ich mache ja jetzt, wenn ich diese Dat-Dingen hier entsperre, mache ich ja 6 Schaden auf eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert. Ja. Und überschüssiger Schaden kriegen wir als Lebenspunkte dazu. Okay. Ja, dann ist das ja so. Okay, dann darfst du das mal so machen. Oder möchten wir Valgoros wieder? Nee, schon Braids. Nimm Braids. Ja. Wir machen Braids weg. Dann geht es ist hier so entschieden worden. Dann geht Braids weg. Dann kriegen wir 3 Leben. Ja, der Effekt ist aber ja noch da jetzt. Ja, der Trigger ist auf dem Stack. Okay, dann resolve das. Dann resolve jetzt der Trigger, die Vogelscheuche geht und hat ja den Trigger vorher ausgelöst, auch wenn der nicht mehr da ist. Also das kann man sich so vorstellen, wie als ich schieße mit einer Waffe eine Kugel und jetzt nimmt man die Waffe weg, aber die Kugel ist immer noch unterwegs. Ne, das heißt, ihr müsst jetzt eine Kreatur opfern, wenn ihr es nicht... Ich habe meinen Insekt genommen. Wenn ihr es nicht macht, verliert ihr 2 Lebenspunkte und ich darf jeden Gegner eine Karte ziehen. Ja, ich nehme den Gigant der Verdammnis. Kann ich die liegen lassen? Ja, dann nimm die andere. Nee, die muss ich liegen lassen. Nee, dann okay, weg. Junge, wir haben nur noch 15 Lebenspunkte. Ja, okay. Hallo, er braucht nur einen Feuerball zu ziehen. Das ist jetzt mein Endsegment, ne? Ja, habe ich nicht genug Mana für den Feuerball. Aber das war jetzt... ist auch nicht in den Deck. So, die Karte dafür habe ich gezogen, ne? Okay, das ist mein Endsegment gewesen. Das ist das war dein Endsegment. Das heißt, ihr seid jetzt dran. Ja, wir sind jetzt dran. Mhm. Dann enttappen wir. Wir enttappen. Juhu. So, zu Beginn unseres Versorgungssegments mille ich 2 Karten. 1, 2, oh. Die hole ich gleich wieder. Okay. Ja, ich habe auch noch einen Trigger. Das macht jetzt... Und du kannst den Raum aber jetzt immer noch wirken, ja? Ja, er kann ihn dann sperren, indem er halt diese Mana-Kosten, die Mana-Kosten bezahlt. Geht aber nur wie eine Hexerei. Ja. Ich pack die Ortshof-Basilika weg. Die andere geht oben drauf. Die andere geht oben drauf. Dann ziehen wir. Oh, ich habe eine Verzauberung gezogen. Ich möchte sie gerne wirken mit ihren Miraculum-Kosten. Ja, dann darf ich eine Karte ziehen. Durch das Komplott. Ja. Hau raus. Verlieren wir jetzt einen Lebenspunkt? Oder ist das... Nee, okay, das ist nicht ein Land, was du nicht. Sowas mache ich nicht. Sorry. Nee, nur der da. Nur du er da. Hä, zweimal. Tut leid. So, ich wirke Arvinox, der Gedankenschinder. Ich habe keine Ahnung, was er macht, aber er ist 9-9. Ja, das ist viel.
Muss gut sein. Arvinox, der Gedankenschinder, ist keine Kreatur, es sei denn, du kontrollierst drei oder mehr Permanente, die du nicht besitzt. Okay, gut. Der kann bestimmt welche ziehen. Kannst du mir deine Hackdose wiedergeben? Zu Beginn deines Endsegments schickst du die unterste Karte der Bibliothek jedes Gegner verdeckt ins Exil. Solange jene Karte im Exil bleiben, kannst du sie anschauen, davon permanente Zaubersprüche wirken und um sie zu wirken, Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe. Und du musst drei Kreaturen besitzen oder drei Permanente? Drei permanente, die ich nicht besitze. Okay. Ich mach mal weiter, ja? Und der ist ein 9-9, fliegt aber nicht, ne? Nee, ist im Moment auch nur eine Verzauberung. Ich mach mal die -3-Fähigkeit meiner Liliana. Jeder Gegner opfert eine Kreatur mit der höchsten Stärke unter den Kreaturen, die er kontrolliert. Ja, da muss ich wieder einen Berger opfern. Sechs Mana für bezahlen. Ja, ewig schafft er. Der schafft es halt nicht, ne? So. Ja. Guck mal, wir haben jetzt freie Bahn, um anzugreifen. Oh, pass auf, wartet. Ja. Darf ich so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, ja. Ich möchte mal Befehl zu uns auch gerade bringen. Okay. Ja, raus. Für 7. Demolierer Ausgeburt. 7-7 Trampelschaden Eile mit Delirium. Immer wenn der die Ausgeburt angreift und falls sein Friedhof 4 oder mehr unterschiedliche Kartentypen enthält, erhalten andere angreifende Kreaturen +4/+4 bis zum Ende des Zuges. Kurze Frage, hast du dafür eine Karte gezogen? Dafür ziehe ich jetzt eine Karte. Okay. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, du hast 4 oder mehr. 7, ja, ich habe auf jeden Fall 4 oder mehr. Ja. Angreifende Kreaturen werden stärker. Los. Ja. Da steht nicht mal, die du kontrollierst, sondern erhalten andere angreifende Kreaturen +4/+4. Der muss nicht Mini sein. Ich will angreifen. Ja, willst du noch was spielen, bevor wir gesammelt angreifen? Nö. Okay, dann würde ich sagen, greif mal an, ne? Bum-bum! Ja. also. Ich fühle mich wie bei Stranger Things, so nach dem Motto, das ist hier so die Gruppe und dann wird sie hacken, ne? So. Ja, okay, jetzt dann bam, ja. Dann, bam, bam, bam. Ja, das ist natürlich richtig. Okay. Aua, jetzt muss mal jemand rechnen, ja? Mm-hmm. Also, ich habe hier 8. Ja, 8. Ich merke plus 8. 2 sind 6. Wir auf 10, dann sind wir auf 14. Plus 8 plus 6 sind 14. Plus 6. 20. Plus 7. 27. Das sind meine. Ich habe 2. Nee, der kriegt +4/+4. 27. Ja, aber können 8, wir nicht 8. erst normalen Schaden zählen? Achso, nee, ich habe es jetzt schon mitgezählt. 27. 27 plus 8. Nee, der kriegt nicht +4/+4. Dann nur... 6 mal 4 sind 24 dazu. Ich rechne jetzt nicht mehr. Warte, so. Immer wenn der angreift und falls der Friedhof 4 oder mehr unterschiedliche Karten enthält, erhalten andere angreifende Kreaturen +4/+4. Warte. 8. Andere angreifende Kreaturen, ihr greift gleichzeitig an, ja. 15, 16. 20 halt. 27 sind es bei mir. 27. Damit sind wir auf 20. 33. Gesagt, ne? Ja. Und hier sind auch nochmal 6 dann. Wieso? 27? 39 dann. 39. Der greift ja auch mit an. Ja. So, 27 ja. Bei mir. 27, 33, 39. Das ist heftig. Oh. Ja, dann wäre ich auf 9 runtergekloppt, ne? Mhm. Commander Damage bekomme ich hier dann auch noch, ne? Und zwar 6 von Gerrit und 6 von dir. Dann bin ich auf 9, ne? Ja. Alles richtig? Auf 9. Ja. Aua. Würde ich jetzt sagen. Das ja. Ist natürlich total. Wieso, was heftig. Du? Nee, ich habe auch überlegt, ob ich was machen kann. Ob ich da nicht. Noch rauskomme. Hast du eine Karte? Karten hat sich das schon gezogen. Ja, okay. Das ist natürlich das ist brutal. Will noch jemand was spielen oder gehe ich in mein Endsegment? Nee, ich will noch was machen. Ich möchte, okay. Aber ich kann nicht. Meine Güte. Ja, yo, pass auf. Ja, mein Messer im Kopf. Ja. Das könnte ja rausfallen. Du kannst dich drehen. Bam. Ah, richtig. Ja, komm, ich manifestiere noch eine Karte aus meiner Hand. Wow. Es tut mir leid. Du willst noch was machen. Wow. Ja. Er will auch was beigetragen. Ja, ich will auch. So, willst du sonst noch was machen? Nee, weißt du? Nein. Achso, warte, ganz kurz. Immer wenn Winter angreift, mill ich 3 Karten. Das kann ich ja nicht vergessen. Das heißt, ich mache das jetzt noch eben schnell, ja? Fackland, grimmiger Schinder. Exotischer Obstgarten, Julian. So, okay, das heißt, wir gehen in unser Endsegment. Du hast jetzt eine Karte gewirkt, das heißt, ich darf da noch... Nee, der hat die manifestiert. Ja, okay, manifestiert. Okay. Okay.
meinem Endsegment schicke ich die unterste Karte deiner Bibliothek verdeckt ins Exil. Darfst du dir anschauen, ne? Dann guck mal. Okay. So. Zu Beginn deines Endsegments kannst du eine beliebige Anzahl an Karten mit insgesamt 4 oder mehr unterschiedlichen Kartentypen aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Falls du dies tust, bringe davon eine permanente Karte mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurück. Ich habe ein Artefakt, eine Hexerei, eine Kreatur und ein Land und ich schicke die ins Exil und ich bringe die Kreatur ins Spiel zurück. Hattest du eigentlich was mit Liliana gemacht? Ja, -3. Ah. Er hat seinen Walger Ich Kana, die Grabwitwe. 3-5, legendäre Kreatur, Spinne mit Reichweite. Delirium. Wenn sie ins Spiel kommt und falls dein Friedhof 4 oder mehr unterschiedliche Kartentypen enthält, erzeuge 3-1-2 grüne Spinnenkreaturspielsteine mit Reichweite. Für 6 und ein schwarzes. Ein Gegner deiner Wahl verliert für jede Spinne, die du kontrollierst, einen Lebenspunkt. Ich hab Kreatur. Ist sie jetzt gewirkt worden oder was? Sie wurde ins Spiel zurückgebracht. Durch die Fähigkeit ins Spiel gebracht. Wir spielen hier nichts. Und ich habe mehr als 4, das heißt erstmal, die hat eine Endgültigkeitsmarke. Also ich bin einfach nur voranwesend. Und ich kriege 3, 1, 2, 3. Walgaroth muss es jetzt machen. Ja, tatsächlich fehlt mir einfach die ganze Zeit diese 6. Mana. Julian war auch da und hat uns 2 Schaden gemacht durch seine Länder. Ja. Ich rette uns den Arsch. So. Hey, ich habe uns Leben gemacht. Das wäre jetzt fertig bei mir. Seid ihr alle fertig? Ja. Seid ihr alle fertig? Ja! Okay. Ja, wunderbar. Okay, dann wird hier einmal enttappt. Wann löst sich das auf? Das löst sich jetzt auf. Nein, zu Beginn als Versorgungssegments. Bevor du ziehst. Ja, okay, gut. Dann löst sich das jetzt auf. Ich glaube, da kommst du nicht mehr raus. Dann kommt das Kartenziehsegment. Dann kommt das nächste Komplott. Spielt jetzt für blasphemische Tage. So, pass auf, lass es ein Boardwipe sein. Nein, bitte. Der ist, glaube ich, gar kein Boardwipe. Nee, ist es auch nicht. Zerstört man nur so mindestens eine Kreatur. Maximal. Dein eigenes Antlitz verhöhnt dich. Ja, das klingt ja eher schlecht. Ja, aber das gilt ja auch für euch. Wenn du dieses Komplott schmiedest, bestimme bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl, die deine Gegner kontrollieren. Erzeuge für jede davon einen Spielstein, der eine Kopie von ihr ist. Falls du auf diese Weise weniger als 2 Spielsteine erzeugt hast, erzeuge so viele 4-4 farblose Vogelscheuche, Artefakt, Kreaturen, Spielsteine mit Wachsamkeit, die Differenz beträgt. Okay. Das heißt, wir können ja bestimmen bis zu 2. Das heißt, ich kann auch wählen, ob ich die Vogelscheuche haben möchte. Lieber. Ne? So, aber ich kann natürlich auch Kreaturen von euch nehmen, wie den 9-9er. Die kämpfen nicht gegeneinander, ne? Hä? Nein. Nee. Okay, du erzeugst sie. Ja, mach einfach nur Kopien. Ja, ich kann die Spinne machen. Ich kann das mit dem 7-7er machen, ne? Hm. Nein, nimm lieber die Heuschrecken. Nee, Vogelscheuchen. Hm. Nimm die 1-2 Spinnentoken. Hm. Nimm Aminat. Hm. Sie das hat schon Sachen kind. Gemacht. Wenn er jetzt theoretisch eine manifestierte Kreatur kopiert. Ja, dann hat er eine 2-2 ohne quasi Fähigkeiten. Nimm doch die. Die da und die da. Das sind 2 gute Ziele. Kannst du die jetzt eigentlich auch mal umdrehen oder? Nö. Mir fehlt halt der 6. Mana, Leute. Problem ist, Token haben keine Rückseite. Ich bin gleich immer noch tot. Hm? Token haben quasi keine Rückseite. Ja, Leute, ich hätte okay, den so, ich glaube, weil ich gleich sowieso tot bin. Nein. Du musst halt nicht so schwarz sein. Ist so. Mhm. Sag mal ein bisschen motivierter. Ist so. Was hat der 7-7er nochmal für eine Fähigkeit? Trampelschaden, Eile und Delirium. Eile hat er? Das ist gut. Ja. Immer wenn er angreift und falls sein Friedhof 4 oder mehr unterschiedliche Kartentypen enthält, erhalten andere angreifende Kreaturen +4/+4 bis zum Ende des Zuges. Kreatur, spontan zur Artefakt, Hexerei, passt. Okay, dann nehme ich einmal den. Ne? Ja. Als Kopie. Habe ich denn hier Kopien da? Boah, doch, irgendein Deck hat, glaube ich, Kopien. Ich habe doch noch einen Gestaltwandler, Leute. Wieso habe ich den denn gerade nicht gesehen? Ich habe auf jeden Fall Kopien. Ach, weil das bestimmt das Insekt ist. Das ist das Insekt. Kopie. Okay. So, dann habe ich einmal den 7-7er. Ne? Der hat ja auch Trampelschaden und Eile. Das ist sehr gut. Ja, merken wir uns. 4 Typen habe ich auch im Friedhof. Die muss ich ja nicht exilen, ne? Oder? Nee. Okay, gut. Dann kann ich noch was Dickes nehmen. Ne? Das geht nur, wenn ich andere Permanente kontrolliere, dass es eine Kreatur ist. Ne? Genau, der ist im Moment keine Kreatur.
Okay, das heißt, ich könnte immer noch einen 4-4er machen. Der wäre 3-5. Was hat der bedrohlich, ne? Der hat Reichweite und wenn sie ins Spiel kommt und falls sein Friedhof 4 oder mehr unterschiedliche Kartentypen enthält, erzeuge 3, 1, 2 grüne Spinnenkreaturspielsteine mit Reichweite. Und für 7, ein Gegner deiner Wahl verliert für jede Spinne, die du kontrollierst, einen Lebenspunkt. Ach, das geht auch noch. Okay, so, das heißt, ich könnte jetzt ja auch die Spinne, kommt ja eine... erzeugen für den Spielstein eine Kopie von ihr ist. Das heißt, wenn die dann ins Spiel kommt, kriege ich auch die Spinnentokens. Ne? Absolut. Okay, das ist eigentlich auch ganz gut, weil dann habe ich zumindest schon mal viele Blocker. Dann mache ich das. Bediene ich mich mal bei dir. Kriegst du 3 davon, ne? Du kannst gleich 6 Schaden schießen, ne? Wieso? Ja, sie kann auch böse sein. Weil du 6 Spinnen kontrollierst? Nein. So. Okay. Ich kontrolliere 4 Spinnen. Also noch Wandelwichte, das ist auch eine Spinne. Ah, ja. So, pass auf, Leute. Das sind 6, ne? Also. Pass auf, Leute. Ich lege, jetzt geht's noch ab. Ja, okay. Ja, also das ist vielleicht sogar alles ganz egal. Mal gucken, was so kommt, ja? Denn Valgavoth ist noch nicht am Arsch, ne? Ja, okay. Du spielst ihn nochmal aus. Der legt nämlich ein Gebirge. Okay. Das ist in Ordnung. Ja. Und dann... Jetzt kommt ihm was Dickes aus der Hand. Komm, nochmal Valgavoth. Und dann... Ja, kommt Valgavoth Mama. 2... 4 Mana. Boah, ich dachte auch, wenn jetzt irgendwie tappt da sein ganzes Mana und spielt irgendwas mega dickes. Ich spiele Valgavoth aus der Kommandozone. Naja, das geht gar nicht. Da fährt er gar nicht genug Mana. 1 zu wenig. Schon ein bisschen sad, ne? 4 habe ich bezahlt. Und ich habe noch 3 und 2. Na, Valgavoth ist glücklich hier. Valgavoth, pass auf. Ja? Pass auf. 4 Mana. Bam. Tektonischer Riese. 3-4. Immer wenn der tektonische Riese angreift oder das Ziel eines Zauberspruchs wird, den ein Gegner kontrolliert, bestimme eines. Der tektonische Riese fügt jedem Gegner 3 Schadenspunkte zu. Mhm. Ihr seid alle meine Gegner. Schicke die obersten 2 Karten deiner Bibliothek ins Exil, bestimme eine davon, du kannst sie bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Also kann er damit 9 Schaden schießen? Ja, aber er hat ja keine Eile. Ja. Außerdem müssen wir den targeten, oder? Er muss angreifen. Ja, ihr könnt ihn targeten. Target ihn, dann löst er das aus. Mach mal. Wollen wir was dagegen machen? Ja, target ihn. Ich weiß nicht, was du auf der Hand hast. Oder wollen wir was gegen... Oder wollen wir noch warten? Oh, er kann countern. Wenkman kann countern. Poker, Mann, das macht den Move mal kaputt. Ja, das macht den Move kaputt. Counter ah, schade. Für 4 Mana würde ich dann gerne einmal meine manifestierte Kreatur aufdecken. Das ist Keru Zauberdieben. Wenn Keru Zauberdieben aufgedeckt wird, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Falls der Zauberspruch auf diese Weise neutralisiert wird, schicke ihn ins Exil, anstatt ihn auf den Friedhof seines Besitzers zu legen. Du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, solange sie im Exil bleibt. Ich bin traumatisiert. Das ist ein Counterspell. Der mir meinen Winning-Move wegnimmt. Geht's dir gut? Ja, es tut mir leid. Wie kommst du den denn jetzt, oder was? Ja, natürlich. Ja. Das heißt, der ist geexalt bei dir, oder was? Ja, der ist geexalt bei mir und ich kann ihn gratis spielen. Ich leg ihn mal gratis darunter. Gratis spielen? Ja, ich kann ihn spielen, aber muss die Mana-Kosten bezahlen, du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, solange sie im Exil bleibt. Aber kann ich ja jetzt nicht jetzt machen, muss ich in meinem Zug machen. Oder? Ja. Du hast mal was gemacht! Ja, die habe ich mir extra hiermit manifestiert, weil sonst hätte das Morph 6 Mana gekostet, um die aufzudecken. Du hättest Feuerball spielen sollen. Tatsächlich hätte ich gewonnen, wenn jetzt nicht gecountert worden wäre. Aber es wurde gecountert. Das ist wie in so Film so. Und ich wäre auch damit durchgekommen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Weil dann wäre... Der hat Eile, ne? Und trampelt, ja. Ne? Und die spielen dann einfach nur 3-5, ne? Ja, und Reichweite. Und jetzt ist ja der Zeitpunkt, wo er uns seinen Plan erklärt und dann stirbt. Ja, genau. Der Zeitpunkt kommt jetzt. Wir können übrigens gleich mal eine Kreatur in Tage nehmen und dann können wir ihm 3 Schaden schießen. Können wir das? Du schießt 6 und ich schieße 3? Dann sind wir auf 9. Immer wenn ihn ein Gegner targetet, oder? Ja, stimmt. Oder wenn er angreift. Ah, warte, können wir ihm Eile geben? Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was mein Deck macht. Ich außer auch nicht. Miraculum. Außer Verzauberung. Brokkoli-Sachen essen. Brokkoli. Ich krieg gleich einfach zu viel. Ja. Brokkoli die gibt ja wieder allen Plus und ich krieg die nicht weg, ist das Problem. Nice.
Ja, also wirklich. Also mir gefällt das Deck sehr gut. Machen. Delirium machen, richtig Spaß. Also ich habe mal Smoothie getrunken. Okay, dann gibt es für zwei Mana auf den... Das war auch Ach, der gibt den anderen ja auch Plus, ne? Aber die haben keine Eile, so war das, ne? Ja. Kriegen alle plus 4, plus 4. Bam. Nützt mir Lebensverknüpfung irgendwas? Ich glaube nicht. Immer, Lebensverknüpfung ist immer gut. Komm. Basiliskenhalsband, Todesberührung und Lebensverknüpfung auf den 7-7er. Mhm. Und dann kommt jemand vorbei. Der greift an. Ja, der greift an. Ein Blocker weniger, ne? Richtig. Ja, Leute. 7 ist ja trotzdem... eine Zahl. Definitiv. Möchtest du denn uns angreifen oder den Planeswalker? Achso. Greif ruhig den Planeswalker. Greif den Planeswalker an. Nee, ich greif Vankman an, wie immer. 7. Wollen wir den nehmen? Ja, komm, man lebt nur einmal oder so ähnlich. Lass uns das nehmen. Ich kann auch mit einer Spinne blocken, aber ich würde eigentlich ungern mit so vielen Spinnen blocken. Wir nehmen das jetzt einfach und wenn wir verlieren, dann ist Julian schuld. Ne, der hat ja euch den Sieg gebracht, weil er gecountert hat. Nee, okay, Leute, ich möchte das nicht riskieren. Ich block mit einer Spinne. Dann trampeln ja trotzdem noch 5 rüber. Ne, 6. Oder die hat 1, 2. Okay, ja. Also 5 kriegen wir. Ja. Und ich bekomme aber hier 7 Leben, ne? Mhm. Nee, das war jetzt plus 8. Sommer! Ich glaube, mein Schwein pfeift! Das ist wieder dieser Move. Was machen deine Kreatur? Ach so, aha, okay, ja, verstehe. Sehr musikalisches Schwein. Okay. Okay, ja, ja. So, jetzt kommt der Moment, wo der Bösewicht euch seinen Plan erklärt. Nee, das kann er machen, wenn er stirbt. Damit wir dran sind. Nee, jetzt kommt der Moment, wo der Bösewicht euch den Plan erklärt. Aber das ist doch egal. Denn. Ja, vielleicht kann er ja noch. Vielleicht kann er uns ja auch besiegen. Vielleicht kann er genau zwei Schaden schießen. Pass auf. Also, das wären ja vorher 9 Schaden gewesen, ne? Ja. Nicht 5. Ja? Das heißt, ihr wärt gewesen auf. 9 Schaden? Wieso 9 Schaden? Wie, was? Wegen dem tektonischen Riesen. 3x3 sind 9. Ja, aber ach so, angreifen. Was meinst du? Ja, hätte er dann aber gekonnt. Hm. Ja? Aber dann hätten wir doch trotzdem noch blocken können, oder nicht? Das ist egal, der muss ja nur angreifen. Der muss angreifen mit den Beinschienen des Blitzes. Hätte ich 2 Mana gehabt, um zu sagen, komm, der hat Eile. Hätte der euch 9 Schadenspunkte gegeben. Ja, ich bin ja gleich tot. Deswegen mache ich jetzt nochmal für ein rotes und 2. Ne? Ja. Dann hättet ihr noch 6 gehabt. Ne, da muss ich noch ein weniger bezahlen. 6 gehabt und hätte ich gesagt, ach, dann lass doch mal den Preis schnappen. Hexerei, wie viel zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, eine Karte ab. Ich werfe mal ein Land ab. Mhm. Ziehe 2 Karten. Falls die abgeworfene Karte eine Länderkarte war, fügt der Preisschnappen jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Ihr kriegt jeder 2 Schadenspunkte. Das sind 6 total. Das wäre der Sieg gewesen, Vankman, wenn du nicht gecountert hättest. Vankman! Immer wieder froh, mit ihnen Geschäfte zu machen. Nein. Oh. Ja, okay. Wir haben noch nicht gewonnen. Können wir dann wir jetzt noch nicht unseren gewonnen. Zug machen? Ich habe noch einen Mana. Können wir da jetzt Schock. Nee, warte mal. Reicht nicht. Ja, dann ist das leider so. Gut, dann enttappen wir. Alle gemeinsam, kommt, wir enttappen. Das wäre fast gewesen, ey. Wenn der Counter nicht gewesen wäre, Leute, dann hätte Valgar Voss so, gewonnen. Zu Beginn unseres Versorgungssegments, ich mill mal 2 Karten. Ja, aber es ist nämlich ausgeglichen, dieses 3 gegen 1, ne? Counter, das ist gemein. So, ich krieg ein Insektentoken, weil ich ein Land gemillt habe. Ey, Länder. Ich glaube nicht, dass die. Hast du schon deine Überwachung gemacht? Ich habe meine schon in den Friedhof geworfen. Okay, dann ziehen wir, ne? Jo. Oh, hast du ein Land gezogen? Ja, oh mein Gott. Das ist, eigentlich kann ich jetzt den tektonischen Riesen einfach spielen, ne? Ich kann dein Land noch nicht mal spielen, hatte ich hier. Ja, ich spiele mal diesen tektonischen Riesen aus, ne? Cool. Immer wenn er angreift oder dass dann Zauberspruchs wird, den ein Gegner kontrolliert, bestimmt eines. Für die im Gegner 3 Schadenspunkte zu oder schicke dir was in 2 Karten Bibliothek
deiner Bibliothek in 6 Ziele, bestimmt einer davon, du kannst sie bis zum Ende des nächsten Zuges spielen. Der ist cool. Ich spiele einen Befehlszug. Ich spiele eine Insel. Ich spiele einen Ortshoff-Patcher. Mhm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och Mann, okay. Immer noch keine Gesamtschärfe von 10. Das ist ja langweilig. Ich müsste erstmal nur einfach mit einem angreifen für und dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Gegner meiner Wahl verliert für jede Spinne, die ich kontrolliere, einen Lebenspunkt. Gestaltwandler haben Wandelwicht, heißt, dieser Spielstand hat alle Kreaturentypen. 1, 2, 3, 4, 5. Verlierst du einmal 5 Leben. So, Freunde. Ja, warte. Ich will jetzt erstmal noch tappen und eine Kreatur manifestieren. So. Du willst und einfach nur was machen. Guck mal, jetzt habe ich eine Gesamtstärke von 10 oder mehr. Heißt oh, also, falls. Du kannst deine Mooswurzelbrücke. Ich, ja. Du kannst entmoosen. Tappen. Und tappen, falls die Kreatur, die du kontrollierst, eine Gesamtstärke von 10 oder mehr haben, kannst du die in 6 geschickte Karte spielen, ohne ihre Mana-Kosten. Nein, es ist Sandwurmaufkommen. Oh. Verzauberung, fliehende Kreatur kann weder dich noch Planeswalker, die du kontrollierst, angreifen. Zu Beginn deines Endsegments erzeugst du einen 5-5 grünen Wurmkreatur. Du kommst aber nicht mehr in dein Endsegment, weil ich vorher schon tot bin. Aber jetzt hätte ich ein Board. Aber wir müssen ja nicht angreifen. Du bist aber kein Skater. Nee, so, ich würde sagen, wir hauen dann jetzt mal drauf, ne? Also, ich würde sagen, gehen wir in unsere Kampfphase? Nö. Ja, es gibt die. Ja, komm. Ja, komm, dann greife ich mal mit allen an, die ich habe, ne? Ich möchte ich kann hier noch gar nicht. Mit dem kann Der trampelt, ne? Der 7-7er, ne? Dem kann ich angreifen. Mit dem kann ich auch angreifen. Ja, ist richtig drauf, ne? Ja, also außer dem 7-7er kriegen wir wieder alle anderen plus 4, plus 4. Und das hier sind 2 Spinnen. Ja. Guck mal, ich hab dich nicht angegriffen. Ja, das ist sehr nett, ne? Also dann gehe ich mal, sterben. Ja. Und weg ist er. Ich sage, haben wir was ich hier aus Korn besitzt. Ich hatte noch Aeris hatte ich hier noch drunter. Aesi. Das ist auch eine super Karte. Aber ich hatte da 6 Mana nicht. Aber Walgamoth hätte es gemacht. Leute, tja, mega aber knapp. Am Ende hat das Gute gewonnen. Das Gute mit hat mir gewonnen. Das ist ja auch Samara. Weil der absolute Hassblau-Spieler, der es Hass zu countern, gecountert hat. Ja. Hast du toll also, gemacht. Euer Fehler ist mein Triumph. Wenn du zum Beispiel diesen Milchjäger in der 3 Karten bringen, dann. Okay, der hätte auch nicht den Game Change gemacht. Noch eine Karte ziehen. Ich glaube, ich habe mehr Karten aus. Hätte auch nicht meinem Friedhof getan. Die ganze Zeit einen aber cool, Leute. Also, er hat die ganze Zeit das 6. Mana gefehlt. Ja, wenn ihr natürlich einmal anfangt zu kloppen, dann wird es natürlich mein Deck hart, ist ne? Richtig, richtig cool. Du hast aber echt gut gestartet. Also, die Kopien kommen hier. Du hättest ja, genau, das ja. Kopien. Spinne ist von dir. Juhu! Das war ja schon echt gut. Also richtig gut. Also eigentlich wollte ich das Deck ja spielen, aber ich habe es ja nicht gespielt, weil ich nicht der Erzfeind sein wollte. Aber ich fand das Deck jetzt auch richtig gut. Auch wenn ich natürlich jetzt hier nicht das 6. Mal gezogen habe. Du hast jetzt nicht wirklich viel gemacht. Ja. Aber ich hab's mir hat es trotzdem gefallen. Ja, du hast, das Spiel gerettet, den du gecountert hast. Mhm. Aber ich fand das auch eigentlich echt knapp, ne? Also war echt ausgeglichen mit Erzfeind. Wenn du nicht gecountert hättest, hättet ihr verloren. So einfach. Ja, aber ich habe gecountert. Ich habe die 4 Mana offen gelassen. Richtig. Um eine Karte aufzudenken und zu countern. Sauerei. Gut. Aber schön war's. Also knappe Matches. Guck mal, war auch hier praktisch irgendwie 1,5 Stunden mal wieder locker weggezockt. Ach, dann hätte ich doch noch den Removal gewonnen. Kam mir total easy. Hättest du. Ja, schnell vor eigentlich. Also die Zeit ist wirklich verflogen hier bei uns. Ne? Entsprechend hat es richtig Bock gemacht. Also Arcanemy-Karten kann ich absolut empfehlen. Könnt ihr bei Trader auch im Set kaufen, solange wie verfügbar. Könnt ihr natürlich auch mit den normalen Commander-Decks kombinieren, wenn ihr Bock habt. Ne? Wie aber auch, dass ihr hier ganz normal Commander spielt. Also ich fand es richtig, richtig cool. Ist auf jeden Fall witzig, mal damit zu spielen. Ja, und du hast ja irgendwie bei jeder Karte hart gelacht, wenn du sie aufgedeckt hast. Ja, du bist halt der Erzfeind. Ne? Also das ist schon... Das fühlst du. Das ist schon richtig, richtig cool. Und natürlich kann man das auch mit selbstgebauten Commander-Decks kombinieren oder sonst irgendwas. Ne? Also einfach hier zu sagen, wie auch Plane Chase, einfach mal um Arc Enemy ergänzt. Ich finde es richtig cool, dass es das jetzt wieder gibt. Auch deutschsprachig. Ne? Richtig, richtig gut. Hat mega Bock gemacht. Walgamoth war natürlich der passende Erzfeind. Also mir hat es mega Spaß gemacht. Wie war es bei euch? Der nicht einmal eine +1/+1 Marke bekommen hat und nicht einmal eine Karte gesehen hat. Ja, du kriegst ja auch immer die ganzen Removals ab. Du bist halt dann mal gucken. Und das, obwohl du 7 Teufel hattest. Du kannst das Deck ja auch spielen, ohne der Erzfeind zu sein. Ja, stimmt. Ja, es bringt halt so ein bisschen diesen Chaos-Faktor mit rein. So in einem Moment denkst du, ich kann nicht mehr weitermachen. Im nächsten Moment hast du auf einmal das komplette Board da liegen und denkst dir, jetzt geht's rund. Ja. Komplettes Board hat man auch mal gesehen können, wie stark das Deck abgehen kann. Also da ist jetzt zum Beispiel, das hat natürlich sehr, sehr gut performt. Ich finde es mega cool. Ja. Ja. Also. Okay.
Julia Kraut hat legendär Kernerinnerung. Ja. Und damit hat uns den Sieg beschert. Ja. Also mehr oder weniger, also sonst hätten wir verloren, aber den Sieg hast du ja eigentlich schon gebracht. Ich finde, du bist heute als Mensch gewachsen, indem du einen Kraut hast. Danke, vielen Dank. Hast die Kraft vom Blau entdeckt. Sind wir damit quitt wegen der Kuh, oder? Nein. Okay, schnell. Dann versuch was. Ja, dann, ne, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst ein Like da, abonniert natürlich den Kanal, suchtet euch durch die ganzen anderen Videos auf Trader Online Video, holt euch die Decks natürlich, ne, und schaut gerne im Store vorbei und schreibt mal eure Feelings in die Kommentare, wir lesen mal mit, ne, und wünsche euch natürlich nochmal viel, viel Glück bei der Verlosung. Dann entsprechend ist ja ein mega cooles Item von Ultimate Guard. Schaut auch mal auf das andere Zubehör, das ist ja auch immer limited da, weil auch die Playmates sind auch mega stylisch. Also ja, hat auch richtig Bock gemacht, hier Valgavoff auf der Playmat zu zocken. Das war richtig drin. Ja. 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 Gerade bei deiner. Ja. Ja. Passt, da hast du noch Spinnen, denn du hast eigentlich mehr Schaden gemacht. Juhu. Ja, ja, Mann. Ja. Ja. Und dann sind wir raus und wünschen euch viel Freude mit Magic und natürlich mit Duffmorn, Haus des Schreckens. Bis dann. Tschüss. Tschüss.